Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ruf mich an. Die Call-In-Show für Nerds. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Und der Oscar für den besten Podcast geht an. Wir reden über Filmklassiker. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Montagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus live, die Call-In-Show für Nerds von Nerds für Nerds, wie auch immer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei zu meiner von euch aus gesehen rechten Nerdizist Michael. Hallo. Hallo, deshalb sage ich jetzt auch mal nach links hallo. Nee, ist doch die andere Seite. War die andere Seite, ja. Also, ja, also genau, dann so ist richtig, ja, genau. Ja, schön, ja. Gut, da kann man sich ja auch so virtuell die Hand geben irgendwie, ich weiß es nicht. Genau. So. High five. Ja, herzlich willkommen wieder zu unserer kleinen, aber feinen Call-In-Show. Schöne Grüße auch an den Chat. Ihr seid alle wieder da. Das ist wunderbar. Freut uns, dass ihr eingeschaltet habt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Ihr könntet auch Netflix gucken, also von daher wunderbar. Michael, für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, warum sind wir montags immer hier? Über was reden wir so? Ja, als erstes geht ihr mal ins Internet, in das Ding mit dem Browser und so. Was vielleicht Internet? Gibt es den Blödsinn immer noch? Ja. Bitte nicht den Internet Explorer, denn ich weiß nicht, wie unsere Webseite darauf ist. Aber egal. Nicht Netflix.de, jetzt bin ich vollkommen durcheinander. Netflix.de ist auch ganz gut, aber nein, Nerdizismus.de, denn wir sind ja Podcast für Nerds und Cosplayer. Und was das schon beinhaltet, sagt, wir sprechen über Filme, Serien, Spiele, Videospiele, über alle möglichen Nerd-Themen, Cosplay auf jeden Fall. Und das findet ihr alle auf nerdizismus.de, wo ihr die ganzen Links findet, sei es zu Spotify, iTunes, zu unseren Social-Media-Auftritten wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste ist, und das auch nochmal für diese Show, ihr findet hier auch die Links, die Kontaktlinks, zum Beispiel für unsere Call-In-Show, wo ich gleich noch was zu sage, oder unsere E-Mail-Adresse info@nerdizismus.de. Unsere WhatsApp-Adresse, das ist die einzige Nummer, die ich mir neben meiner Handynummer merken kann. Und deshalb ist es ab jetzt auch mein Notfallkontakt. Die 01525-964-7709. Und wer gleich hier dabei sein will und mich sowieso schon gejoint hat, nerdizismus.de/Discord. Da findet ihr nämlich den Warteraum. Da könnt ihr reinkommen und wir würden euch dann gleich gerne mit hier in den Call nehmen. Aber passt auf, solltet ihr gerade erst unseren Discord joinen, dann müsst ihr immer 10 Minuten warten, bis ihr diesen Raum betreten könnt, also bis ihr den Warteraum betreten könnt. Aber dann, wenn ihr jetzt schon reingeht und euch jetzt alle vorbereitet, bis wir diesen roten Button drücken, dann könnt ihr gleich mit uns reden, und zwar über das heutige Thema, das da wäre. Filmklassiker. Ihr habt abgestimmt, ihr hattet die Wahl zwischen Humor made in Germany und Filmklassiker. Und ich sag mal, eine bedeutende Mehrheit von 70% hat sich dann für dieses Thema Filmklassiker entschieden. Also von daher ist wie eigentlich beim ZDF-Wunschfilm sozusagen, ja, immer abgestimmt. Wunderbar. Kann ich auch viel mehr mit anfangen als mit dem anderen Thema. Du weißt, wie ich zu deutschem Humor stehe. Ja, ich glaube aber, dass wenn wir ein bisschen drüber nachgedacht hätten, da durchaus etwas mehr rausgekommen wäre als einfach nur Loriot auf der einen Seite und Till Schweiger oder Mario Barth auf der anderen Seite. Also von daher. Ja, vielleicht machen wir ja irgendwann mal eine Resterampe mit all den Themen, die ihr nicht wolltet. Ja, genau, irgendwie sowas. kurzer Hinweis noch für nächsten Montag. Da sind wir auch natürlich wieder da, klar, 21 Uhr. Da steht das Thema aber schon fest, denn das wird eine Sonderausgabe der Track Nerds werden. Da werden wir mit Communicator Space und über ihr Track-Barometer reden. Also die Kollegen haben regelmäßig zu Discovery und auch zu Picard Umfragen gemacht, wo wirklich mehrere hundert Leute teilgenommen haben. Und deswegen kann man das durchaus als repräsentativ werten. Und
über diese Umfrageergebnisse, die teilweise sehr spannend sind, werden wir nächste Woche mit den Kollegen dann reden. Also von daher, das wird wieder was für Star Trek-Fans unter euch. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Sendung werden. So, also heute wollen wir über Filmklassiker reden. Und wir haben uns das jetzt mal total einfach gemacht, weil wir auch zurzeit beruflich extremst eingespannt sind. Ich habe mal wieder ein paar Pitches und du bist gerade in einem neuen Job und so weiter. Haben wir es uns jetzt mal total einfach gemacht. Wir haben einfach mal die 100 besten Filme gegoogelt. So. Und nachdem wir dann ganz viele dämliche Listen gefunden haben, wo dann irgendwie so Transformers 3 auf Platz 15 war und irgendwie so ein Kram, habe ich eine Liste gefunden. Da werde ich jetzt hier den Link einfach mal in den Chat packen, dann könnt ihr nämlich parallel, sage ich mal, ein bisschen mitklicken. Wir werden aber auch das Ganze einblenden. Das ist hier auf filmstarts.de eine Liste, und zwar ist es eine Liste, die zusammengestellt wurde aus einer Auswertung aus über 8000 Kritikerlisten. Ja, also Listen, die Kritiker mal aufgestellt haben, die sind ausgewertet worden und aus diesen Kritikerlisten sind diese 100 Filme zustande gekommen. So. Ich glaube aber, bevor wir in diese Liste reingehen, ich meine, nicht umsonst ist dieses Thema Klassiker. Und ja, wir werden eine vorgefertigte Liste nehmen und wir werden die auch durchgehen. Aber nichtsdestotrotz, Klassiker ist ja eine gewisse Definition. Und was die bedeutet und was eigentlich ein Klassiker ist, ist für jeden wahrscheinlich unterschiedlich. Aber uns sagt Wikipedia zumindest, was es denn ist. Und zwar Merkmale eines Klassikers können die folgenden gelten. Lange überregionale Bekanntheit, in Klammern oft auch generationsübergreifend, ein gewisser Traditionswert, ein hoher Wiedererkennungswert, hohe Qualität wird zugestanden, das ist auch nochmal wichtig, Innovationspotenzial, Neuartigkeit, Einfluss auf die Kultur und Zeitlosigkeit der Themen. Ja, jetzt wird hier natürlich für vor allen Dingen Literatur gesagt, in Belletristik, in zum Beispiel Liebe, Hass, Wut, Familie, Abenteuer, Widerstand, Anpassung, ist sicherlich für das Filmthema nochmal was anderes. Ja, und dann habe ich mir noch ein paar Sachen überlegt, die eigentlich auch für mich relevant sind, aber was ist denn für dich eigentlich ein Klassiker? Naja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Klassiker und Kultfilm. Und hier im Chat wurde auch schon gefragt, was spricht denn gegen die Box-Office-Liste? Naja, ganz einfach, weil auf der Box-Office-Liste, habe ich mir natürlich auch angeguckt, viele Filme dabei sind, die ich als Filmklassiker betrachte, die aber definitiv kommerziell einfach vielleicht zu ihrer Zeit erfolgreich waren, aber heutzutage inflationsbereinigt etc. einfach aus diesen Listen rausfliegen. Zum Beispiel, was weiß ich, spielen wir das Lied vom Tod. Wäre in keiner einzigen Box-Office-Liste mehr dabei gewesen. So, wir können nicht heute über Filmklassiker reden, ohne Leone-Western zu erwähnen, zum Beispiel. Ja? Ja. Außerdem ist ja Box-Office nicht gleich Qualität. Ich bin gespannt. Ich habe, ihr habt wirklich was voraus. Ich habe diese Liste nicht durchgeklickt und Michael, du hast sie auch nicht durchgeklickt. Ich habe die ersten paar Mal angeguckt, aber ich habe bei Platz 85 oder so aufgehört. Wir wollen uns nämlich wirklich ein bisschen überraschen lassen und es kann auch sein, dass wir Filme einfach nicht kennen und dann sagen wir weiter. Wie bei Ruckzuck, weiter. Ja? Genau. Ansonsten, aber hier, wo wir gerade über die Bereinigten reden, bevor du jetzt mit deinen Klassikern vorfährst, was glaubst du denn, welcher Klassiker, wenn man nach der bereinigten Inflation gehen würde? Also wenn der Dollar heutzutage genauso viel wert wäre wie der Dollar damals ungefähr, also wenn man das so verrechnet. Welcher Film hätte denn die meisten Einnahmen aus dem US-Box-Office oder aus dem aus dem US-Box-Office, genau. Also Einnahmen, nicht Gewinn, ne? Einnahmen, ja, Gewinne ist noch wieder ein bisschen was anderes. Ja, ja, weil es gibt nämlich Filme, die halt nicht viel kosten, die dann halt mega viel Gewinn gemacht haben, weißt du? Ja. Keine Ahnung, inflationsbereinigt, wer könnte denn da, ich weiß es nicht, E.T.? Nein, älter. Was, bitte, was? Noch viel älter. Ach, älter, so, vom Winde verweht. Ja. Okay. 1939 und wenn man das die Inflation bereinigt, dann wäre er immer noch am meisten und zwar bei 1.850.581.586 Dollar.
Und wenn man jetzt mal nimmt, also weil zuletzt hat ja beispielsweise Avatar hat einen Re-Release in China bekommen. Bis dahin war Avengers Endgame zuletzt das Box-Office-Highlight. Aber wenn man nach dieser bereinigten Liste geht, taucht Avatar erst auf Platz 15 und Endgame auf Platz 16 auf. Also auf Platz 1 und 2 sind eher die Klassiker. Gone with the Wind, also vom Winde verweht. Und ein alter Bekannter ist auf Platz 2. Star Wars. A New Hope, genau. A New Hope, genau. Ja. Jetzt muss man natürlich auch schauen, das hat natürlich auch vom Winde verweht 70 Jahre Vorsprung und kann natürlich eine ganze Menge DVD, Fernsehreleases und so weiter Einnahmen vorweisen, die was anderes nein, natürlich nein, wir reden vom Box-Office, vom reinen Box-Office. Achso, okay, Box-Office. Okay, reines Box-Office, okay, gut. Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Ich weiß, dass einige schon durchgeklickt haben und ich weiß auch, dass diese, wie gesagt, es ist eine Kritikerliste, es ist keine Box-Office-Liste. Ich bin selber gespannt, was da kommt. Ich habe nur mal ganz grob bis Platz 80 vorgeklickt und im Chat wird schon geschrieben, wenn wir hier mehr als 20% kennen, wäre er überrascht, irritiert bzw. erstaunt. Ich bin auch gespannt, was uns erwarten wird und wir haben uns das so gedacht, wir schauen uns den Film an, wenn wir ihn nicht kennen, dann weiter. Wenn natürlich irgendjemand von euch zu einem bestimmten Film was sagen kann da draußen, dann rein zu uns in den Call-In. Und ihr kommt auf jeden Fall dran. Ihr könnt auch diesen Stream weiterhin hören im Call-In, im Warteraum. Ihr kommt auf jeden Fall dran, also nicht abhauen. Ja, also wir müssen halt immer gucken, dass wir auch alle irgendwie dran bekommen. So, ist schon einer, der wartet. Dann würde ich mal sagen, Michael, dann fangen wir einfach mal an. Und ich stelle hier mal um auf unseren Watchscreen. Und der erste Film heißt Blow Up. Ist von 1966 und in der Regie von Michelangelo Antonioni. Und ich muss gleich mal gestehen, ich kenne ihn nicht. Ich habe auch gar keinen Plan, was das für ein Film ist. Sonst hat man ja bei Filmstarts immer so ein bisschen die auch eine Beschreibung dabei, aber die ist hier ja, jetzt man gar könnte nicht. Jetzt, ich könnte jetzt draufklicken, dann würde ein Trailer kommen, aber dann hätte ich hier mit 20.000 Browserfenstern hantieren müssen, deswegen bleiben wir mal einfach da. Na, dann werden wir auch irgendwann mal gesperrt, ne? Richtig, genau. So, also Platz 100 kennen wir schon mal nicht, geht schon mal super los. Platz 99, Intoleranz. Ja, den kenne ich. Upsala. Sagt mir auch nichts. Ich bin so in den Schwarz-Weiß-Filmen nicht bewandert. Okay. Schwarz-Weiß kannst du mir mit Feuerzangenbowle kommen, aber das war es auch dann schon fast. Also Intolerance ist ein Film von 1916 in der Regie von D.W. Griffith und gilt eigentlich als, ja, ich sag mal, Begründer des Monumentalfilms und des Sandalenfilms. Ich weiß das deswegen, weil ich den in meinem Filmstudium da habe durchkauen müssen. Und der ist insofern sehr interessant, als dass er über verschiedene Epochen geht und, sag ich mal, verschiedene Themen der Intoleranz, der Diskriminierung, des Rassismus und keine Ahnung, was alles aufzeigt. Es geht in vier Teilen. Wir haben, ich kriege sie nicht mehr alle zusammen, es ist, glaube ich, irgendwie so altes Rom und die Kreuzigung von Jesus. Dann kommt was, ich glaube, mit dem Kuckucksklan ist dann irgendwie noch dabei. Es geht um eben Schuld und Sühne, ja, und das Ganze fängt erst, genau, es fängt, glaube ich, in Babylon an, richtig, und geht dann irgendwie über die Hugenottenmassaker, das erinnere ich mich auch noch, ganz genau, und dann geht's weiter, irgendwie, ich muss gucken, dass ich das nicht verwechsel mit Birth of a Nation, das ist auch so ein alter Film, dann gibt's noch so eine Streitwagenszene, also ich habe den nur noch so bruchstückhaft im Erinnerung, aber er hat eine der größten Massenszenen. Es gibt nämlich eine Orgienszene in Babylon mit 3000 Statisten. Okay, sagen wir mal, Innovationspotenzial ist da, wahrscheinlich Neuartigkeit für damals auf jeden Fall. Absolut. Ein Wiedererkennungswert, wer es gesehen hat, wird es wahrscheinlich wiedersehen. Zeitlosigkeit der Themen, ja, kann man auch abchecken, überregionale Bekanntheit, gewisser Traditionswert, ist halt die Frage. Also die kann man ja wieder, die Kriterien kann man immer wieder persönlich machen. Würdest du ihn als wiedersehbar
bezeichnen. Naja, ich sag, es wird bestimmt noch Panzerkreuzer Potemkin kommen und dann würde ich sagen, guckt euch lieber den an, denn der hat Menschen wie Tarantino mehr geprägt. Wir müssen aber vielleicht einen Ticken schneller machen, wenn wir zu Okay. Also, John Dielman sagt mir gar nichts, Platz 98. Von 1975. Ein französischer Film. Okay, französisches Autorenkino. Count me out. Ich bin komplett raus. Ne, französisches Autorenkino. So, Platz 97. Sans Soleil. Schon wieder französisches Autorenkino von 83. Unsichtbare Sonne. Keine Ahnung. Geh nicht. Okay, Platz 96. Shining. Also, wenn Shining jetzt schon auf Platz 96 ist, ay caramba. Ja. Shining von 1980, Stanley Kubrick. Ich muss gestehen, ich habe ihn x-mal gucken müssen, bevor ich mich mit dem Film anfreunden konnte. Heute finde ich ihn sensationell, absolut genial. Aber was ist deine Meinung dazu? Ich hab mich jahrelang davor gedrückt, ihn wirklich zu sehen. Natürlich kann ich die ganzen Bekannten sehen, wie hier ist Johnny und so, allein durch die Simpsons und Co. Aber Ich habe ihn erstmal in der Tat irgendwie vor 2 Jahren mal gesehen, als ich gedacht habe, muss ich unbedingt mal gucken. Fand ich ganz okay, wahrscheinlich auch wegweisend für damals und Jack Nicholson ungebrochen, einfach grandios. Allerdings bin ich dann auch wieder einer derjenigen, ich habe das Buch vorher mir angeschaut, durchgelesen, durchgehört. Und für Leute, die dieses Buch kennen, ist der Film jetzt nicht unbedingt die beste Adaption, muss man sagen. Also da sind persönliche Gefühle dann auch noch mal wieder mit drin. Ja, das ist, wie sagte Andreas Eschbach in unserem Interview, nimm den Scheck und sag deinem Buch goodbye. Das erzählt, glaube ich, und Stephen King war ja auch extremst unzufrieden mit dieser Verfilmung. Es gibt ja die Fortsetzung jetzt mit Ewan McGregor, Dr. Sleep. Ich habe es mir angeschaut. Die ist gar nicht so schlecht. Sie greift auch den Film. Also es ist eine Fortsetzung von dem Film, nicht von dem Buch. Trotzdem gibt es dazu auch ein Buch. Ist gut gemacht. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum es einen Recast von Jack Nicholson gab. Ich glaube, da wäre Deepfake besser gewesen. Aber okay, sie haben es halt gerecastet. Der macht das. Und es ist jemand, den wir auch kennen. Oh, und ich habe vergessen, wer es ist. Ist ja nicht aus Discovery irgendjemand? Ah, ich komme gerade nicht drauf. Ihr im Chat. Ewan McGregor? Nee, der den Jack Nicholson spielt. Also, ach so, okay. Das ist ein Schauspieler, den erkennst du da gar nicht. Und wenn ich dir den Namen sage, dann sagst du, wow, der ist es. Ne? Also von daher. Genau. So. Und da hat uns unser Caller auch schon wieder verlassen. Kommt dran. Ja, eben, ich sage ja, ihr kommt alle dran. Ja? Daher, das. Sagen wir mal, alle 10 Plätze kommt mindestens einer dran. Naja, ich wollte jetzt eigentlich alle eher 75, bei der 75 hätte ich jetzt die erste Pause gemacht. Ah, das kommt. Wenn du wieder reinkommst, kommst du bei Platz 90 rein. Ja, eben, wenn wir uns so weit aufhalten, müssen wir sowieso 3 Folgen da draus machen. Also, dann würde ich mal sagen, geht's weiter mit Platz 95. Das hätte jetzt gerade 96 gefehlt. Ah, nee, 96 wahrscheinlich, genau. Platz 95, ja. Der Weiße Hai. Ach, der Weiße Hai. Der Weiße Hai geht immer. Sensationelle Tricktechnik. Roy Scheider geht sowieso immer. Weiße Hai, all-time favorite. Musik auch, John Williams. Habe ich zuletzt irgendwann als Jugendlicher gesehen. Müsste ich mir aber nochmal reinziehen. Gibt's leider auf, du musst schauen. Ich weiß nicht, wo man den streamen kann. Da gibt es auch eine 5.1 Abmischung mit einer neuen Synchro. Mal wieder kann man die nicht gucken. Man muss dann auf die 2.0 Stereo Abmischung gehen, um die alte Synchro zu kriegen. Ja, okay. Ist halt sehr nervig, wie immer. Aber der Weiße Hai geht immer, die Fortsetzungen gehen gar nicht. Das sind so klassische Fortsetzungen, die so den Ruf begründet haben, dass Fortsetzungen scheiße sind. Ja, weil die wirklich immer, immer, immer schlechter wurden. Ja, aber das ist auch dieses Phänomen von Fortsetzungen von Horrorfilmen. Die sind eigentlich fast immer scheiße. Ja. Also das kriegen die nie hin, weil es meistens auch ist ein kommerzieller Hit und dann lassen die irgendwen anders dran, der sich nicht ein Deut ums Original schert. Ja. Gut, weiter geht's. Dann haben wir Platz 94 letztes Jahr in Marienbad. Keine Ahnung, kenne ich nicht, nie gehört. Italienisch-französische Produktion von 1961, keine Ahnung. Shanshu Dayu, ein Leben ohne Freiheit aus Japan von 1954, nope, ist auch kein Kurosawa, kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Oh, der Agire, der Zorn Gottes von Werner Herzog 72, steht auf meiner Watchlist, habe ich noch nicht geschafft.
Ich bin gespannt. Steht auf meiner Watchlist. Ich kenne wie alle wahrscheinlich nur den YouTube-Doku-Ausschnitt. Und da muss ich dir mal wieder sagen, dass der nicht aus Aguirre ist, sondern aus Fitzcarraldo. Okay, aus Fitzcarraldo, sorry, wenn ich hier, okay. Hier wieder Mansplaining betreibe, aber das habe ich hier schon 5-mal gesagt. Ja, hast du schon letztes Mal, hast du, glaube ich, zuletzt bei WandaVision gesagt. Ich weiß. Okay, also ich weiß auch, dass irgendjemand von euch den dann uns im Chat mal empfohlen hat. Also steht darauf meiner Watchlist. Stadtneurotika. Von Woody Allen. Den habe ich noch nicht gesehen, ganz ehrlich. Ich kenne nur einen Woody Allen-Film, Woody der Unglücksrabe. Der ist ganz witzig. Ich glaube aber, der hat aber mit den restlichen Woody Allen-Filmen nichts zu tun. Ansonsten ist Woody Allen einfach nicht mein Humor. Ich fand, war das Midnight in Paris oder so, wie der heißt, mit einem der Owens. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Die Prämisse war ganz lustig. Und das ist halt der Woody Allen-Stil mit dem Humor und der Filmtechnik, die er da einsetzt. Ja. Ist okay, aber Woody Allen war ich auch nie so verliebt. Ist definitiv nicht mein Humor. So, dann geht's weiter. Platz 90, Close-Up aus Irland von 1990, sagt mir auch gar nichts. Der Mann, der Liberty Vance erschoss. Ja, den habe ich leider auch noch nie gesehen mit John Wayne und Jimmy Stewart, meines Wissens nach. Den muss ich unbedingt gucken. Worum geht's? Es geht um einen, ich glaube, einen Sheriff, der aus Versehen einen Revolverhelden abknallt und dann gefeiert wird. Und eigentlich aber der totale Feigling ist. Und so ein bisschen wie bei das große Krabbeln, die den Ameisen zu Hilfe kommen. Okay. Ja, ist dann wahrscheinlich auch eine Hommage im großen Krabbeln. So ein bisschen, ja, wahrscheinlich, ja. Ganz genau. Von daher steht noch auf meiner Liste von John Ford in der Regie, der große Western-Regisseur, habe ich selber noch nie gesehen. Dann Platz 88, Gier. Kenne ich auch nur vom Namen, Schwarz-Weiß, 1924, habe ich aber auch nicht gesehen. Nope. Ein zu Tode Verurteilter ist entflohen aus Frankreich. Ah, französisches Autorenkino. Eieieiei. Ich glaube, wir müssen uns am Anfang wirklich durch diese französischen Autoren kämpfen. Ne? Also mal durch. Ich weiß nicht, ob es da später viel besser wird. Wir werden es sehen. Wie ich vermute. Wir werden es sehen, ich bin ja wirklich mal gespannt, wenn Clockwork Orange schon auf Platz 86 kommt, was kommt dann erst ganz vorne? Also, Clockwork Orange, ich habe mal was dazu gesagt, ihr könnt das in unseren Zeig mir deins, ich zeig dir meins Folgen nachhören, da habe ich das Forever Nerd Girl schon mit dem Film gequält. Einer meiner absoluten, von neben ruft sie auch gerade, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, was ist mit dir? Ich finde ihn sehr, sehr anstrengend. Also ich kann ihn mir angucken, ich habe ihn ein, zwei Mal gesehen, aber es ist halt auch wieder eine andere Zeit, in der das gedreht wurde. Ist nicht meine Sehgewohnheit, muss ich ganz klar sagen. Und er ist teilweise auch schon wirklich, wirklich krass, psychisch krass. Ja, das ist aber auch ein Film, der soll ja unangenehm sein. Ja, also das ist ja Teil des Konzepts. Malcolm McDowell bin ich trotzdem immer noch Fan von seinen späteren Werken. Absolut, absolut. Ja. Ist das Leben nicht schön? Ein Film, um den ich mich regelmäßig rumdrücke. Ich bin ja großer Jimmy Stewart-Fan. Eigentlich müsste ich den mal gucken, aber der wird als so unglaublich kitschig beschrieben, dass ich irgendwie keinen Bock drauf habe. Hast du den geguckt? Nope. Auch hier wieder Schwarz-Weiß-Klassiker, bin ich bei ganz, ganz wenigen dabei. Ist, ich sag mal, in den USA einer der klassischen Weihnachtsfilme. Also, so was das Dinner for One sozusagen bei uns an der Liste ist, das Leben nicht schön. Ja, genau. ist das Leben nicht schön an Weihnachten in den USA. Wie gesagt, der muss unglaublich kitschig sein, deswegen habe ich es bisher einfach nicht. Ich hasse Kitschfilme und deswegen, ja, habe ich den bisher mir noch nicht angetan. Nashville von Robert Altman. Ich mag Robert Altman-Filme eigentlich durchaus, aber den Film kenne ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Kein Plan. Sagt dir auch nichts. Robert Altman hat unter... Bitte? Ja. Robert ich kenne die Serie mit der von Heroes, die da mitspielt. Mhm. Allerdings habe ich die Serie auch nicht gesehen.
Aber es wäre ja vielleicht ganz interessant, ob die Serie mit diesem Film was zu tun hat. Ich weiß es nicht. Robert Altman hat ein sehr interessantes Oeuvre gemacht. Er hat zum einen den MASH-Film gemacht von 1970. Er hat aber genauso auch Popeye gemacht, ja, mit Robin Williams und ich glaube Shelley Duvall. Also Robert Altman hat interessante Filme gemacht. Ich finde seine Filme ganz gut, aber Nashville kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Gertrude aus Dänemark. Kann ich leider auch nichts zu sagen. Nope. Jules and Jim aus Frankreich. Nee, französisches Autorenkino. Skip Viridiana aus Spanien von Luis Buñuel. Okay, den Film kenne ich noch nicht, aber zu Luis Buñuel kann ich was sagen. Der hat völlig abgedrehte Filme gemacht, zum Beispiel Ein andalusischer Hund, wo dann auch Dali maßgeblich dran beteiligt war. Absolut surreale Filme, also stell dir einfach Dali-Bilder als Film vor. Aber wenn du dir zum Beispiel Ein andalusischer Hund anschaust, erkennst du ganz viele Schnitt- und Kameratechniken, die Luis Buñuel erfunden hat, die heute in einem Tarantino und so weiter gang und gäbe sind. Ja, also das kommt, also Luis Buñuel, müsste man gucken, ob man die Filme auf YouTube irgendwie findet oder so. Die sind nicht lang, die gehen 20 Minuten oder sowas, eine halbe Stunde, aber da sind so viele Dinge drin. Zum Beispiel der Horrorfilm-Klassiker Wolke, die an Mond, am Vollmond vorbeizieht. Ja, kommt aus, ich glaube, es ist einer, oder aus dem Goldenen Zeitalter, eins von beiden. Der hat zwei surrealistische Filme gemacht. Der Goldene Hund und, ein analytischer Hund und der Goldene Zeitalter und kann man mal reingucken. Man wird sehr verstört zurückbleiben, aber man wird auch sehen, verdammt, das habe ich halt schon mal irgendwo gesehen. Ja, ich merke immer wieder, dass ich doch vielleicht hätte was anderes studieren sollen mit dem, was ich heute gerne mache. Ich hätte noch ein Semester dranhängen müssen, dann hätte ich noch ein Seminar über Pornofilme belegen können. Habe ich aber nicht. Platz 80, Pulp Fiction. Pulp Fiction. So. Ich weiß nicht, wie oft ich Pulp Fiction gesehen habe. Unzählige Male, zu oft zum Zählen. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen immer in den diversen Wiederholungen im Fernsehen. Obwohl der Fernseher durchaus auch geschnitten war, wenn ich mich richtig dran erinnere, wie alles Tarantino-Zeug. Aber ich möchte jetzt fast mal behaupten, dass auf meiner persönlichen Top 100 Klassikerliste diverse Tarantino-Filme drauf wären. Neben natürlich seinem Erstlingswerk Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill und Co. hat er ja gerade in seiner Anfangszeit viel rausgehauen, was einfach auch heute noch den Test der Zeit besteht. Absolut. Pulp Fiction hat bei mir ein bisschen gebraucht, bis er gereift ist. Ich fand den beim ersten Mal so okay, weil du raffst jetzt zum ersten Mal irgendwie die Erzählstruktur irgendwie gar nicht, aber oder schon, aber halt irritiert noch irgendwie, aber inzwischen ist so ein Film, wie du sagst, wenn der im Fernsehen kommt, bleibe ich eigentlich immer hängen. Und der Vorteil bei Pulp Fiction, wie du es gerade schon gesagt hast, ist die episodische Natur des Ganzen. Dass ja der im Prinzip die ganzen kleinen Episoden, die ganzen Versatzteile da drin, für jeden ist so ein bisschen was drin. Und dann kann man über den Teil mit vielleicht dem Gimp und Bruce Willis einmal rüberskippen und ist dann wieder bei John Travolta dabei. Ja, ich überlege, ob es da wohl auch irgendwo, irgendwie ein Fan hat bestimmt mal einen chronologischen Cut gemacht. Da wäre es mal interessant, ganz sicher. Weißt du, dass es einen, also glaubst du, dass es einen? Ja, ich weiß. Also okay. Bevor du es gesagt hast, habe ich drüber nachgedacht. Ja, es gibt diesen chronologischen Cut. Also ich meine, genauso wie bei Herr der Ringe und Co. gibt es ganz viele Fan-Edits. Und einer der beliebtesten Fan-Edits hier ist halt der chronologische Ablauf. Okay, da bin ich mal. Muss ich mir echt mal angucken, um zu schauen, ob der Film dann die gleiche Wirkung entfaltet. Wäre mal interessant. Platz 79, Der große Irrtum von Bernardo Bertolucci. Kenne ich nicht. Kennst zwar Bernardo Bertolucci, aber den kenne ich auch nicht. Nee. Platz 78, Goodfellas, 3 Jahrzehnte in der Mafia. Einer meiner absoluten Lieblingsmafia-Filme. Wobei ich überlege gerade, ob ich irgendwelche Nicht-Lieblings-Mafia-Filme habe. Naja, gut, okay, ein paar. Aber Goodfellas, mit Joe Pesci, Robert De Niro und wie heißt der, Ray Liotta. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Von Martin Scorsese 1990. Sensationell.
Ja, Scorsese hat ja nichts anderes gemacht als Mafia-Filme. Aber muss ich sagen, Goodfellas habe ich auch noch nicht gesehen. Vielleicht hat es mich ein bisschen... Scarface habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Kommt bestimmt hier gleich auch noch irgendwie auf die Liste. Ich weiß nicht, ob mich das ursprüngliche Gucken von Der Pate in meiner Jugend abgeschreckt hat, all diese Filme weiterzugucken, weil das ist ja auch kein schneller Film. Nein. Die sind schon... Also, ich sag mal so, okay, vielleicht Love It or Hate It, ja? Also, ich bin gespannt, ob später noch Casino und so weiter kommt. Also, ja... Ich glaube, man muss das mögen oder halt nicht mögen. Ja, das ist richtig. Wobei ich letztens French Connection geguckt habe, ich greife mal nicht voraus, falls der kommt. Der war zum Beispiel eher so, nicht so meins. Okay, machen wir weiter. Also, Goodfellas kann ich absolut nur empfehlen, wer halt auf Mafia-Filme steht. Das muss man natürlich tun. Blue Velvet von David Lynch. Oh, mit Kyle MacLachlan. Guck mal an. Und hier, die ist doch aus Blade Runner. Wie heißt sie? Rachel, hau mich tot. Nee, Sean Young. Die spielt die Rachel. Den habe ich noch nicht gesehen. David Lynch ist halt auch immer so eine Sache, ne? Mag man oder mag man nicht? Ja. Die Dune-Verfilmung mag ich, obwohl er die, glaube ich, selber nicht mehr mag. Ja, ich finde die auch, also, sagen wir es mal so, inzwischen habe ich ihren Wert erkannt. Als Kind hat er mich auch irritiert, aber ich habe dann auch Star Wars erwartet. Ich muss noch Dune weiterlesen. Ich habe es letztes Jahr im Sommer angefangen und dann wurde der Film verschoben und dann hatte ich keine Motivation, gerade mehr weiterzulesen. Muss ich dieses Jahr unbedingt noch weitermachen. Übrigens, wo du vorhin gesagt hast, manche Sachen werden immer schlechter jetzt auch. Was gar nicht mal so schlecht ist, ist die dritte Staffel von Twin Peaks. Ja? Also wenn man auf Twin Peaks steht und auf David Lynch steht, dann ist die dritte Staffel von Twin Peaks schon ziemlich geil. Aber man muss halt auf dieses weirde Abgedrehte all stehen, sonst bin damit nicht warm. Ich habe vor etlichen Jahren, als es mal auf Prime war, habe ich Twin Peaks versucht anzufangen. Aber wie du gerade schon sagst, dieser Mix aus Soap und Mystery, der Mystery-Gedanke, der hat mich gefasst. Aber dieses Soapige, was die ganze Zeit da am Anfang mit reinspielt, ich weiß nicht, wie später ist es, ob es weiterhin so bleibt. Der hat mich nicht dran gehalten, das weiterzugucken. Ich bin, gut, da hättest du jetzt dann dranbleiben müssen. Also da hast du praktisch genau zum falschesten Zeitpunkt aufgehört. Alles klar. Pickpocket von Robert Bresson, französisch 1975. Ich glaube, den können wir einfach mal überspringen. Ja, ja. Der Leopard. Nee, sagt mir auch nichts. Also es gibt einen Film, der Leopard, aber ich glaube, der ist nicht der, den ich meine, weil das Bild dazu passt überhaupt nicht. Also von daher, ne. Ja, nee. Sagt mir auch nichts. Ich würde das jetzt in irgendeine Richtung... Ah, oh, guck mal, wer da mitmacht. Wer macht denn damit? Terence Hill macht da wohl mit. Ja, gut, damals hieß er aber noch, wie heißt er richtig? Mein Gott, wie heißt denn Terence Hill richtig? Mein Gott, nicht Carlo Pedersoli, das ist Bud Spencer. da war da noch Terence Hill, wie heißt er denn? Mario Girotti, genau. Mario Girotti, der wird da noch nicht Terence Hill, sondern noch unter Mario Girotti drin. Da habe ich mal es gab mal so eine Zeit, als VHS-Kassetten so ihre Ende hatten und total billig waren. Und dann hatten die bei uns im Penny Lidl Coop irgendwie so ein Kram, haben die so uralt Schinken auf VHS rausgehauen. Und da bin ich so voll drauf reingefallen, weil dann hatten sie nämlich Hannibal mit Victor Mature, also ein klassisches Sandalending. Und hinter Victor Mature als Hannibal waren dann Bud Spencer und Terence Hill. Und ich so, was, kenne ich überhaupt nicht, ja? Hätte ich natürlich gekauft. Und siehe da, das war halt so ein absolutes Erstlingswerk von denen. Also da hatte Bud Spencer und Terence Hill noch gar nichts mit zu tun. Ja, die hießen dann noch Carlo Pedersoli und Mario Girotti und waren der dritte Römer von links hinten. Ja, also Bud Spencer kannst du überhaupt nicht erkennen. Da war er noch als richtiger Schwimmer in so einer Schwimmmontur, also als stattlicher Schwimmer noch unterwegs. Und Terence Hill hat vielleicht einen 20-Sekunden-Auftritt, der dann irgendwie reinkommt und dann irgendwie sagt, Heil Cäsar, keine Ahnung, die Römer kommen, weißt du doch was, irgendwie so. Und dann geht er wieder. Ja, und du erkennst ihn halt nur an den blonden Haaren, den blauen Augen. Also, ja, Marketing ist alles an der Stelle. Ja. Später Frühling, japanischer Film 1949, I don't fucking know.
Lied der Straße. Ja. Oh Gott, das sieht schon ganz grau. Federico Fellini, ne? Das ist auch so ein Kram. Nee, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Genau, so hier diese typischen innovativen Filmklassiker. Spanien, Frankreich, vielleicht noch ein bisschen Italien, aber auf jeden Fall Japan immer dabei. Genau. Übrigens, japanische Kunstfilme sind auch die Ausrede für Arte, mehr oder weniger Hardcore-Pornos zu zeigen. Ja? habe ich mal ohne Scheiß, habe ich mal so durchgedeppt und denke mir so, what the fuck? Und dann so auf Arte und dann so, ah, ist schwarz-weiß aus den 60ern, da kann ich natürlich auch explizit werden. Ja, ist Kunst, kein Was? Problem, ja. kannst du machen. Japanische Filme, Godzilla auf RTL 2. Platz, noch ein Federico-Film, Amarcord 1973, ja. I don't know. Liebe ist stärker, italienische Rote, Roberto Rossellini. Ich meine, die Regisseure hat man alle mal gehört, ne? Aber die Filme, ganz ehrlich, die kenne ich nicht. Ja. Das siebente Siegel von Ingmar Bergman kenne ich nur vom Namen her, kann ich auch nichts zu sagen. Goldrausch mit Charlie Chaplin. Ich weiß nicht, ob noch Charlie Chaplin-Filme kommen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist so wie Buster Keaton. Ich zuck immer so, wie zum Beispiel bei Discovery. Das ist ja nicht Discovery, nicht das Einzige, wenn so in so Sci-Fi-Serien so Charlie Chaplin rausgeholt wird oder so Buster Keaton rausgeholt wird und dann sich Leute in 500 Jahren darüber beömmeln vor Lachen. Das werden sie nicht tun. Aber du weißt es ja. Ich meine, da sind die einzigen gemeinfreien Filme, die in diesen Serien zeigen konnten. Also von daher brauchen die ja irgendwas. Ja, aber ist halt die Frage. Ist es noch kein... In The Orville wird vielleicht mal Jurassic Park besprochen in der Zukunft. Aber in Star Trek hat man dann doch einen alten Sherlock Holmes oder so. Ja, also das glaube ich einfach, wie gesagt, nie. Und dann denke ich mir so, mein Gott, ihr müsst doch auch irgendwelche Rechte von anderen Filmen haben, die ihr da reinschneiden könntet. Ja, was ist mit Charlie Chaplin? Findest du den komisch? Also ich finde ja den großen Diktator toll, vielleicht kommt er noch, aber mit den Stummfilmen, die fand ich ja schon als Kind doof. Ist ähnlich wie Dick und Doof, dieses Slapstick in der Richtung. War auch nie so, habe ich nie für ganz verstanden. Fanden meine Oma und Opa und alle irgendwie Onkels und Tanten super. Aber ich selber bin da nie reingekommen. Spiel mir das Lied vom Tod auf Platz 68. Eieiei. Wo soll ich anfangen? Wo kann ich aufhören? Haben wir 5 Stunden Zeit? Ich weiß nicht, wie oft ich... Du kannst auch den Film komplett durchgucken. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film schon gesehen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, beim ersten Mal gucken, fand ich ihn gar nicht so gut. Also der fängt sensationell stark an und hat dann so ziemliche Längen hinten. Und ich musste mich auch erst an die Hauptfigur Mundharmonika gewöhnen, weil er halt so nicht der klassische Westernheld war, den ich als Kind so als 10, 11, 12-Jähriger halt so gewohnt war. Ja, also so ein John Wayne oder eben Henry Ford. Ja, und das ist ja Absicht bei dem Film, dass ja eben Henry Ford, der immer sonst den strahlenden Helden gespielt hat, hier den Bösewicht spielt. Und da musste ich also wirklich mich dran gewöhnen. Aber die Anfangsszene, habt ihr ein Pferd? Oh, ich glaube, wir haben eins vergessen. Nein, ihr habt 2 zu viel. Bäm, bäm, bäm. Ganz groß. Ich glaube, es ist auch das Einzige, was ich konsistent von diesem Film gesehen habe. Ich muss ihn auch noch mal durchgucken. Okay, also ich kann nicht wirklich und ganz ehrlich, zur Not, komm, wenn man sich wieder treffen kann, komm vorbei, wir schauen ihn auf der großen Leinwand. Dieser Film ist gemacht für eine große Leinwand, den kannst du nicht auf Mäusekino gucken. Ja, okay. Wobei du hast ja, glaube ich, 75 Zoll, das ist dann in Ordnung. Also da geht es dann gerade einfach, das ist ein Film für die große Leinwand. Oder geh ins Kino, wenn er wieder kommt, das ist ein Film für die große Leinwand, den kannst du nicht auf dem Mäusekino gucken, das geht nicht. Und auf dem Handy wäre Sakrileg, ja, dann kenne ich dich nicht mehr, dann machen wir diesen Podcast nicht mehr. Obwohl man ja sagt, ich habe ja meine Oculus, das ist dann ja auch wie so ein Okay, wieso nicht, ja, okay, wieso nicht, wenn du das 2 Stunden lang aushältst, dann... Ich weiß es nicht. Ja, eben. Kann ich also nur wirklich empfehlen, spiel mir das Lied vom Tod, ja. Zusammen mit 2 glorreicher Lunk, mein absoluter Lieblingswestern, nicht nur wegen der Musik, auch wegen der Auflösung, diese Charaktere sind stark, hat eine sensationell starke Frauenfigur, also Claudia Cardinale als Jill ist unglaublich, unglaublich, tolle Rolle,
Und der Durchbruch ja auch für Charles Bronson, ja, als Schauspieler, den man ja bei uns dann jahrelang eigentlich nur noch wegen der Death Wish-Reihe irgendwie so völlig in die falsche Action-Ecke gesteckt hat. Aber ganz groß, ganz groß. Der dritte oder der erste Teil so der Amerika-Trilogie von Leone, der gehört ja noch dazu. Es war einmal in Amerika, vielleicht kommt er noch. Und Todesmelodie. Todesmelodie kann ich leider gar nichts anfangen, habe ich zigmal probiert, kalte ich nicht durch, ganz grausam, aber okay. 11 Uhr nachts, ne, von Jean-Luc Godard. Ne. Ist ähnlich wie Stefan 77 in den Kommentaren schreibt, wow, ich kenne schon 4 Filme. Schlacht um Algier. Doch, Schlacht um Algier sagt mir was. Ich habe den, glaube ich, mal gesehen. Ist ein französischer Film, ist in Frankreich so ein richtiger Klassiker, halt aus dem Grund, weil die natürlich in Frankreich auch mit diesem Algerienkrieg natürlich wirklich was an den Füßen hatten. Bei uns ja jetzt eher das, ich glaube, im Geschichtsunterricht mehr oder weniger überhaupt nicht gelehrt wird. Und von daher ist das natürlich immer so eine Sache, wo man da bei uns nichts anfangen kann. Aber das ist durchaus ein Film, den habe ich schon mal beim Durchsappen oder so gesehen. Ich bin aber noch ehrlich gesagt, habe ihn auch noch nicht komplett gesehen, aber der soll wohl wirklich ganz gut sein, steht auf meiner Watchlist. Auf diesem Foto, ich kann es nur erraten, ob es Jean Martin ist, ich weiß es nicht. Sieht so ein bisschen wie Van Damme aus. Es ist Jean Martin und er sieht wirklich ein bisschen wie Van Damme aus auf dem Bild. Ja. Oder ist es Jean Martin? Ich weiß nicht, ist es Jean Martin oder Jean Martin? Keine Ahnung. The Wild Bunch. Nope. Viele Western hier. Mulholland Drive, noch was von David Lynch. Hast du den gesehen? Nein. Warum mache ich diese Show eigentlich mit dir? ich habe ihn gesehen, ich habe ihn aber ehrlich gesagt wirklich nicht mehr im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn gesehen. Aber ich kann mich nicht mehr an ihn erinnern. Gar nicht mehr. Ich kann mich ans Poster davon erinnern. Ja, das ist richtig. Aber ich kann mich da wirklich absolut nicht mehr dran erinnern. Ja, ich glaube, wenn ihr dazu auch ein bisschen was beitragen wollt, dann kommt doch noch mal hier ins Wartezimmer. Wir nehmen dann jetzt den einen oder anderen dran. Wir können ja dann auch zu dritt ein bisschen durchskippen. Das können wir ja gerne dann auch machen. Dann haben wir hier Platz 63, der Glanz des Hauses Amberson von Orson Welles. Zu Orson Welles sage ich jetzt mal noch nichts, weil der ganz sicher gleich nochmal kommt mit einem anderen Film, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Der Film von ihm, der sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Nee. Rio Bravo, Howard Hawks 1959. Nehmen wir den mal zum Anlass, John Wayne Western. Hast du die als Kind geguckt? Western bin ich raus. Also ist in dieser bin ich gerade raus. Ich hab vielleicht irgendwas mal mit Winnetou da reingeschaut, aber das war einfach nie. Nee, das war nie mein Ding. Okay. Ja. Also als Kind habe ich schon gerne Western geguckt. So, also ich mochte so diese Western-Serien, so Shiloh Ranch und Bonanza, das mochte ich irgendwie nicht so. Aber Rauchende Colts oder so, aber Western, so habe ich gerne geguckt, so Sonntagmittags, so ein John Wayne-Western habe ich echt immer gerne geguckt. Übrigens, weil ich letztens noch nachgeschaut habe, weil mein Schwager so auf diese alten Western-Dinger steht, haben wir ihm von der Shiloh Ranch die DVDs besorgt. Okay. Und das war ganz interessant, da mal nachzuschauen, dass die Serie ja unglaublich viele Folgen hat, aber irgendwie nur ein Drittel davon überhaupt in Deutschland gelaufen und synchronisiert ist. Und dann ein Drittel von einem Drittel ist völlig komplett zensiert und zusammengeschnitten worden. Also wenn man sich diese Serie mal komplett ansehen will, diese 900 Folgen, die da drin sind, dann sollte man tun nichts vermeiden, irgendwie die deutsche Version sich anzugucken. Und von den Sachen ist sowieso auch nur die ersten paar Staffeln auf DVD im Deutschen raus und dann gar nichts mehr. Okay. Ja, ich hatte ein alter Schulfreund von mir, dessen Vater hat leidenschaftlich oder sammelt vielleicht noch Western gesammelt. Die hatten, weiß ich nicht, keine Ahnung, als Kind, ich sage jetzt mal wirklich richtig viele VHS-Kassetten
mit Western. Der hat wirklich jeden Western aufgesammelt, der im Fernsehen kam, hat die alle aufgenommen, wie verrückt, und hat immer Western geguckt. Und ja, das weiß ich noch genau. Beim Peter, Olli, Grüße an dich, ne, falls du zuhörst. Dein Vater hat immer die Western geguckt. Shoah, den kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kenne natürlich diverse Holocaust-Filme, aber Shoah kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Kein Plan. Nehmen wir noch den Platz 60, Der unsichtbare Dritte mit Cary Grant von Alfred Hitchcock. Habe ich einmal gesehen, ist ziemlich spannend, müsste ich eigentlich noch mal gucken. Und ob vielleicht auch beim Stefan viel geguckt wird, das wollen wir doch mal hören, wenn wir ihn jetzt mal hier reinholen. Hallo Stefan. Hallo. Na, war schon was dabei? Tatsächlich 5 Filme. 5 Filme von 40. Ja. Not bad. Was war denn dabei? Irgendwas, was wir nicht kannten? Kannte ich. Clockwork Orange. Spiel mir das Lied vom Tod. Oh Gott, jetzt vergesse ich, habe ich schon wieder vergessen, was noch war. ja, Pulp Fiction wahrscheinlich noch, ne? Ja, Pulp Fiction, genau. Und dann irgendwas anderes noch. Okay. Welche Klassiker erwartest du denn noch, welche du kennst? Also ich hätte jetzt ein bisschen an Star Wars, Star Trek. Bisschen auch das, was aktuell einfach erfolgreich in den letzten 10 Jahren im Kino war. Mhm. Also Jurassic Park, die Filme. Mhm. Naja, du kennst uns ja, denke ich mal. Wir müssen uns ja nicht zum ersten Mal zuhören. Mhm. Wir suchen ja immer ein bisschen abseitigen Kram raus. Vor allem ich. Ja. Und deswegen hatten wir ja eingangs auch gesagt, wir nehmen jetzt mal ganz bewusst nicht die Blockbuster-Listen, ja, weil sonst reden wir ganz ehrlich über die gleichen Filme, über die wir alle reden. Und trotzdem, wie gesagt, die Lücken, französisches Autorenkino, italienische Avantgarde-Filme und irgendwie so ein Kram. Hast du es mal probiert mit sowas und dann gesagt, ist nicht mein Ding? Kaum. Also ich muss beim französischen Film sagen, ich habe irgendwann mal 8 Frauen geguckt und war da geschädigt für den Rest meiner Zeit. Worum geht's da? Es ist so 8 Frauen, die irgendwie auf einem Landsitz festsitzen und es wird ganz viel gesungen und irgendwie wird der einzige Mann umgebracht und ziemlich anstrengend. Okay, klingt wie ein Film, der irgendwie bei Funk gemacht wurde und jetzt ganz neu rauskommt. Wir haben den beim Open Air auf dem Rathaus geguckt, das war ganz nett, aber ansonsten konntest du den Film vergessen aus meiner Sicht. da will aber jemand dann nicht allzu viele Tickets verkaufen, oder wenn die so ein Ding machen? Nee, das ist kostenfrei gewesen, da hat niemand okay. Verkauft. Gut, dann war er wahrscheinlich, dann war die Leihgebühr sehr günstig. Ich bin übrigens am Zweifeln, ob eventuell überhaupt ein Star Trek Film in dieser Liste auftaucht. Also der erste? Ja, vielleicht der erste. Aber ich bin mir nicht sicher, was wir alles gerade schon gesehen haben. Das geht schon deutlich über das Niveau, was auch der erste Star Trek visuell. Also da sind natürlich einige Filme dabei, wie jetzt Spiel mir das Lied vom Tod, dass der da auf Platz 86 landet oder 68 landet. Das hätte ich jetzt. Also ich bin gespannt. Also ich wage mal die kühne Prognose. Es kann gut sein, dass wir in den Top 20 keinen einzigen Film kennen. Aber sowas wie, weiß ich, Ben Hur oder Kuwadis und sowas muss auch noch kommen. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, wir haben diese Liste bewusst nicht durchgeklickt, um uns mal selber zu überraschen. Apropos Klassiker, vielleicht kommt er noch. Deswegen ist es immer so schwierig, ne, jetzt was zu sagen. Aber für diejenigen unter euch, die Stars haben bei Disney Plus, ich bin ja echt krass, was alles dann zu Disney gehört, ne, was da alles in den Filmschätzen drin ist. Und so Sandalen-Epen sind übrigens auch ganz viele. Ganz viele jetzt bei Disney Plus und Stars drin. Und habe ich mir tatsächlich letztens mal 4 Stunden lang Kleopatra gegeben mit Richard Burton und Elizabeth Taylor. Ja, ich hoffe, der kommt jetzt zu dich, sonst muss ich das gleiche nochmal sagen. Aber ja. Ihr im Chat gesagt, hallo, der Zorn des Khans ist sein Meisterwerk. Ja, aber sagen wir mal, im Kontext dieser Filmliste weiß ich nicht, ob es reicht. Ja, eben, im Kontext dieser Filmliste. Wie gesagt, ich bin auch mal sehr gespannt, ob überhaupt ein Star Wars dabei ist. Denn ich sag mal so, es sind natürlich kommerziell erfolgreiche Filme, sind halt nicht die bei Kritikern dann durchaus. Zumindest zu ihrer Zeit nicht. Ja. 30, 40, 50 Jahre. In Bezug auf Oscars doch schon. Bitte? In Bezug auf Oscars doch schon. Ach, na ja, gut, aber ich sag mal so, Star Wars hat jetzt, sag ich mal, auch nur Oscars abgeräumt in den Kategorien, was Musik, Effekts und so weiter angeht, wegen der Schauspielerei, haben die alle keine Oscars gekriegt. Ja.
Dann könnten wir höchstens noch dann einen Herr der Ringe-Film darin erwarten. Aber warten wir mal ab. Gab's bei Herr der Ringe Oscars für Schauspielerei? Ja, also der Dritte hat ja abgesahnt überall. Aber auch Schauspieler? Ich glaube schon. Der hat ja irgendwie seine 16 Oscars oder so geholt. Okay, kann ich mir jetzt gar nicht dran erinnern. Na gut, Stefan, noch viel Spaß mit der Liste und ich bin mal gucken, ob noch ein Star Trek dabei ist. Ansonsten nächste Woche dann auf jeden Fall wieder. Tschüss! So, das war der Stefan. Dann machen wir doch mal weiter mit Platz 59, Stalker. Oha, Stalker von Andrei Dakowski, russischer, deutscher, also DDR-Film. Den muss ich unbedingt noch gucken. Stalker muss ich unbedingt noch gucken. Weil das, also das ist ja so ein bisschen wie in, wie soll ich sagen, kennst du diese Stalker und diese Metro-Reihe aus Russland? Nee. Okay. Das sind, ja, wie soll man es beschreiben? Sind halt so Sci-Fi-Geschichten. Das ist so wie Solaris und so weiter. Das sind so ungewöhnliche Sci-Fi-Filme, die, ich sag mal, da muss man sich reinfuchsen. Ja, die sind definitiv nicht für jedermann, aber auch hier ist es wirklich so, dass also die ganze Geschichte, das ist so eine Traum, man kann es gar nicht, es ist einfach auch ein bisschen so surreales Kino. Ich stehe da manchmal drauf, wenn ich so in der Mut dafür bin, muss man aber sein. Ich sag mal, die meisten Leute werden vielleicht Solaris kennen. Wenn ihr den schon nicht mochtet, dann glaube ich nicht, dass man sich Stalker angucken kann. Mhm. Auch das Remake Solaris mit George Clooney, das muss man mögen. Das muss man einfach mögen. Vielleicht ist das ja ein ganzer Ansatz. Ich meine, wir haben ja diese Zeig dir meins Reihe. Vielleicht machen wir ja wirklich eine Filmklassiker-Reihe, wo wir genauso eine Liste von denen, die wir nichts kennen, durchgehen. Ja, aber das wird natürlich heftig, wenn wir uns dann die Kinder des Olymps von Marcel Carnet von 1975 angucken müssen, was wir nicht tun werden. Deswegen skippen wir mal Apus Wege ins Glück auf der Straße aus Indien 1955. Nope. Ja. Das Apartment, oha, von Billy Wilder. Ist ein Billy Wilder-Film, den ich nur einmal gesehen habe. Jack Lemmon finde ich ja sensationell. Ich habe andere Billy Wilder-Filme, zum Beispiel 1, 2, 3 oder manche mögen es heiß. Die kenne ich in- und auswendig. Ich hoffe, dass sie noch kommen. Zu Das Apartment kann ich leider nicht so viel sagen. Bin ich raus. Wilde Erdbeeren. Nope. Ingmar Bergman, Schweden 1954. Sagt mir gar nichts. Ey, es gibt doch bestimmt so einen schönen, wunderbaren Generator, der Filmtitel für dich zusammenstellt. Irgendwie aus drei Worten immer das verrückte 7 der 180 oder sowas. Und das ist dann dein französischer Film aus 1974. Du meinst ein französischer Autorenfilmtitelgenerator. Ja. Natürlich. Das wäre eine schöne Sache. Für Geheimnisse. So, Metropolis. Hast du wenigstens Metropolis gesehen? Rein gesehen, aber noch nicht ganz gesehen. Okay. Metropolis ist, glaube ich, inzwischen versus Creative Commons oder sowas. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. 20 sollte mindestens sein, ja. Ja, aber also den kann man sich anschauen und ich sag mal so, ja, es ist ein Stummfilm. Ja, das ist ein bisschen nervig mit der Musik und der ganze Kram. Aber auch hier, ähnlich wie bei den Buñuel-Filmen, gut, der geht jetzt eher so 2 Stunden oder ein bisschen länger, ist natürlich die Tricktechnik für 1927 natürlich ziemlich, ist natürlich sensationell. Genau, der Chat schreibt gerade, Metropolis gibt es komplett auf YouTube, ja, dachte ich mir. Ist natürlich sensationell und der Roboter ist, glaube ich, Eva, glaube ich, bin mir nicht sicher, oder Maria heißt der, glaube ich, ist natürlich die eindeutige Inspiration für C3PO. Ja. Also von daher Fritz Langs Metropolis. Ich habe ihn einmal im Studium gesehen, den kann man schon mal gucken. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist wirklich gar nicht so schlecht. Mhm, okay. Aber ich sag mal so, es ist halt diese Klaviermusik, die ewig, das ist halt, das ist ein bisschen anstrengend auf die Dauer. Ja.
Oi, Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Pui, oi, 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 oi. Von allen Kubrick-Filmen und ich derjenige, den ich am meisten nicht mag und um den ich den Hype auch nicht nachvollziehen kann, weil er, glaube ich, meiner Meinung nach ein absolutes Kind seiner Zeit ist. Ja, hast du ihn gesehen? Ich frage schon gar nicht. Ja, wenn die Vögel noch auftaucht, dann kann ich wieder was sagen. Ja, also wie gesagt, den kann man schon gucken. Der ist halt irgendwie absurd wert auf seine eigene Art und Weise. Aber ja, es ist, ich kann mit dem Humor nichts anfangen. Also das Peter Sellers ist natürlich großartig und hier das Bild, den man da sieht, eben den Dr. Seltsam, so dieser alte Nazi-Humor. Ich sag mal, es gibt eine geile Szene, also die finde ich lustig. Da sind also die, es geht ganz grob um einen Atomschlag der Amerikaner und der Russen, so ein Atomkrieg, der droht oder dann doch nicht droht und ausbricht und doch nicht ausbricht, wie auch immer. Und auf jeden Fall, die Raketen sind unterwegs, es gibt kein Halten mehr, die Erde wird zerstört werden und im Bunker sitzt halt dann eben so die amerikanische Präsident und die ganzen Generäle und eben auch hier der Dr. Seltsam, der so ein alter Nazi-Wissenschaftler ist und so die eindeutige Anspielung halt auf Werner von Braun und er sinniert dann halt darüber, was man jetzt machen müsste, um die Menschheit dann noch zu retten und erst sind alle völlig verzweifelt und wollen sie schon alle umbringen und er sagt dann, ja, aber um die Menschheit zu retten, müssen natürlich alle Männer mit mindestens 10 Frauen Kinder haben, ja. Und auf einmal die alle so hellhörig, so, tell me more. Also, ja, wie gesagt, es ist von allen Kubrick-Filmen der, den ich am wenigsten mag. Sagen wir es mal so. Er ist nicht schlecht, aber ich werde mit dem Ding nicht so sehr warm. Oh, schön, dass der Film kommt. Platz 52, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Auch von Fritz Lang. 4 Jahre später als Metropolis und jetzt gerade aktuell Amazon Prime im Prime-Abo drin. Schaut ihn euch an. Ich kann euch nur sagen, guckt euch diesen Film an. Ganz, ganz groß. Wirklich, also den kannst du heute noch genau so gucken wie, wahrscheinlich, na gut, nicht ganz genauso, aber kannst du noch gucken. Toll. Super Schauspieler. Das Szenenbild ist sensationell. Es ist sogar durchaus ein bisschen spannend, sage ich mal. Darum geht es aber weniger, sondern dieses Schauspiel von Peter Lorre und diese ganze Geschichte, die sich da entspinnt, sensationell. Also, ja. Gab es auch, glaube ich, mal ein Remake von. Muss man nicht gucken. Schaut euch das Original an. Okay. Ich mache mir glaube, wobei ich glaube, das ist sogar schon das Remake. Das Remake vom Remake und dann, glaube ich, nochmal ein. Also schaut euch den an, Amazon Prime. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Wirklich ein ganz, ganz toller Film. Ich mache mir jetzt einfach mal eine Liste von den Filmen, die du auf jeden Fall empfiehlst. Also von daher, schauen wir mal. Barry Lyndon. Ja, Barry Lyndon, auch ein Stanley Kubrick-Film. Und der Grund, warum ich festgestellt habe, dass das Laufwerk meiner PS4 keine Blu-rays mehr frisst. Den habe ich mir nämlich extra bestellt mit der Kubrick-Box, weil ich den noch nie gesehen habe. Und ich habe keine Ahnung, der Fehlercode ist in der Liste von Fehlercodes unbekannt. Den kennt keiner, ja. Und Spiele Blu-rays gehen, aber und DVDs gehen auch, aber Film-Blu-rays gehen nicht mehr. Keine Film-Blu-rays. Nee, keine einzige. Hat also nichts mit Ländercode oder sonst irgendwas zu tun. DVDs gehen, Spiele Blu-rays gehen und aber keine Film Blu-rays. Und ich habe mir extra die Box gekauft wegen Barry Lyndon, weil ich den noch nie gesehen habe. Der Chat schreibt gerade, Xenimedes, neulich gesehen auf Arte, schöner Film. Vielleicht ist er ja noch in der Arte Mediathek. Das müsste ich mal gucken. Ja, gute Idee. Ja, da müsste ich mal eben schauen. Ja, will ich unbedingt noch sehen. Deswegen kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe ihn einfach schlicht und ergreifend noch nie gesehen. Jetzt muss auch mal wieder ein Film kommen, den ich kenne, aber... Tatis, herrliche Zeiten. Nope. Halbzeit. Ja, Halbzeit. Ja. Halbzeit und wir haben ungefähr eine Stunde rum. Ich würde sagen, dann machen wir heute die 100 voll, dann kriegen wir das hin. Ja, Chinatown. Einer der wenigen Mafia-Filme, der mir absolut noch fehlt.
habe ich leider auch noch nicht gesehen. Ich habe schon x-mal angefangen, aber noch nie fertig geguckt mit Jack Nicholson, dem jungen Jack Nicholson. Ich glaube, Faye Dunaway ist seine Partnerin, ich bin mir nicht wundern. Von Roman Polanski, dem alten Busengrabscher. Kann ich leider auch nichts zu sagen, weil habe ich noch nicht gesehen. Steht aber auf meiner Watchlist, ganz, ganz oben. So, lad. Modern Times, moderne Zeiten. Wieder in Chaplin. Ja, das gleiche wie bei den anderen auch. Ich verstehe die Vision, die dahinter war. Und ich verstehe auch das Visionäre seiner Zeit. Kann ich aber heute einfach nicht mehr gucken. Lädt's bei dir nicht? Ja, bei mir lädt es nicht, ne? Ich muss nochmal... Seite einmal neu laden. Ja, genau, ja. So. Berühmte Szene, die wir hier sehen, in diesen Zahnrädern. Keine Ahnung, wahrscheinlich werden sich Leute damals beöbelt haben vor Lachen. Ich kann heute dazu... bin ich raus. Punkt. Bin ich einfach raus. Ogetsu. Ich komme wieder nach Japan. Aus Japan. Ne. Kenji Mitsuguchi. Ne. Kein Plan. Fanny und Alexander. Ne. Ingmar Bergmann. Nee. Ich merke schon, wir können auch Schweden zu unserer Liste der blinden Filmflecken hinzufügen. Die ganzen nordischen Länder, die ganzen skandinavischen Länder sind da, glaube ich, alle gleich. In the Mood for Love aus Hongkong. Nope. Aber es wird schon ein bisschen moderner. Wir sind schon im Jahr 2000 angekommen. Ah ja, okay. Der dritte Mann mit Orson Welles, Regie Carol Reed. Man muss halt auf diese alten Schinken schon ein bisschen stehen. Klassischer Film Noir mit einer ganz, ganz tollen Filmmusik. Und dieses Harry Lime-Thema auf dieser Zither gespielt, ist ja weltberühmt und der Albtraum jedes Zitherspielers, weil kein Mensch auf der Welt irgendein Lied für Zither kennt, außer halt eben das Harry Lime-Thema. Und deswegen muss jeder Zitherspieler, egal wo er sitzt, ja, meistens in irgendwelchen Alpenbergrestaurants, immer dieses Harry Lime-Thema spielen, bis es ihnen zu den Ohren rauskommt, weil die Leute kennen halt nichts anderes. So auch mein Vater, der sich das von jedem Zitterspieler im Skiurlaub immer gewünscht hat. Ja, und daher kenne ich das. Ja. Und spielt in Wien, genau wie der Xenemedes im Chat gerade schreibt, und hat ganz tolle, ist was Kameraführung und Lichtsetzung angeht, ein bahnbrechender Film. Ja, also hier, was wie hier mit Licht und Schatten gespielt wird, in diesen Abwasserschachszenen und so weiter, ist dahingehend wirklich bahnbrechend. Der dritte Mann. Kann man gucken, macht man nichts verkehrt. Definitiv nicht. Ja, macht man nichts verkehrt. Auf meiner Liste, alles klar. Die Nacht des Jägers. Nope. Nee. Sagt mir auch gar nichts. Die große Illusion. Nope. Sagt mir auch gar nichts. Sieht zwar interessant aus, aber gehe ich nicht. Fenster zum Hof. Da weiß ich wenigstens, dass das ein Remake mit Johnny Depp gab, oder? Ich habe keine Ahnung, aber allein die Tatsache, dass das Wort Fenster zum Hof und Remake in einem Atemzug genannt wird, ist schon A, fällt unter die Kategorie Dinge, die die Welt nicht braucht, und warum? Ja. Ja, das ist so ungefähr wie Bohemian Rhapsody zu covern. It makes no fucking sense. Ja. Genau, das geheime Fenster mit Johnny Depp, aber ich weiß nicht, ob es ein Remake davon ist. Das hat gar nichts zu tun. Aber es gibt ein Remake davon. Worum geht's? Also hier, Jimmy Stewart hat sich das Bein gebrochen, ist Fotograf, hat sich das Bein gebrochen, ist gelangweilt und es ist extrem heiß in dem Sommer in New York. Und aus Langeweile beobachtet er durch sein Teleobjektiv eben die Nachbarn und wird dabei vermeintlich Zeuge eines Mordes. Und seine Freundin, jetzt überlege ich gerade, ich glaube gespielt von Doris Day, bin mir gerade nicht ganz so sicher, Fenster zum Hof war das mit Doris Day und Jimmy Stewart. Nee, mit Grace Kelly. Ach, Grace Kelly. Die wundervolle Grace Kelly. Glaubt ihm erst nicht und so weiter. Und dann entspinnt sich halt das übliche Hitchcock. Super spannend. Kannst du heute noch genau so gucken. Punkt. Okay. Aber auch kein Mensch irgendwie ein Remake machen. Ja? Es sei denn, die Muppets covern Bohemian Rhapsody.
Ganz genau, exakt, genau. Es gibt noch ein einziges Bohemian Rhapsody-Cover, was ich akzeptiere, und das ist das von den Muppets. Ganz, das stimmt. Genau. Ja, das stimmt. Ich sag ja auch immer, das war vor ein paar Tagen noch mein Kommentar, als man wieder mit in so einem Teams-Chat mit ganz, ganz vielen Fenstern und ganz, ganz vielen Videos war. Und da ist mir eingefallen, jetzt warte ich noch darauf, dass irgendjemand Bohemian Rhapsody anfängt zu singen. So, next one. Blade Runner. Ach, guck mal an. Platz 40, Blade Runner. Jetzt kannst du, jetzt sag du mal was. Ich rede die ganze Zeit, jetzt bist du mal dran. Ja, was soll man zu Blade Runner sagen? Soll ich was zum Sequel sagen? Nein, Blade Runner, absoluter Klassiker. Ich habe mir, glaube ich, vor 2 Jahren mal den Final Cut, den Final Cut gesehen. Von dem gibt es ja so viele Schnittfassungen, dass man die gar nicht mehr zusammenzählen kann. Und ja, es ist halt weiterhin bahnbrechend, visuell eindrucksvoll, was dieser Film leistet. Und in der Glanzzeit, in dem Beginn von Harrison Fords Glanzzeit, unumstritten groß, ganz, ganz groß. Auch wenn ich sogar, weil ich ihn nicht so oft gesehen habe, nicht so gut zitieren kann wie manche anderen Filme. Ist richtig gut gealtert. Also merkt man gar nichts mehr. Ja, wir haben das WandaVision Easter Egg mit dem Tannhäuser Gate durchaus gesehen auf drin. Die Frage, die hast du ja sogar noch erwähnt. Ja, genau. Die Frage, die natürlich bei Blade Runner am Anfang über allem stand, inzwischen natürlich eindeutig geklärt ist, war halt eben, ist Deckard ein Replikant, ja oder nein? Ja, wir werden es hier an dieser Stelle nicht aufklären für alle, die Blade Runner 2049 noch nicht gesehen haben, aber die Frage wird ganz ehrlich etwas zu meinem Leidwesen eindeutig beantwortet. Das sind auch so Cameos. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man Harrison Ford noch für jeden Fetz noch vor die Kamera zerren muss, ja, den alten Mann, der ist auch schon bald 80. Ich hätte ihn nicht gebraucht. Ich mochte das Remake oder die Fortsetzung, die fand ich okayisch. Ich habe die, weiß Gott, nicht so abgefeiert wie andere. Dazu haben wir auch übrigens einen Podcast gemacht. Ich fand sie okay, aber für mich und diese, Harrison Ford sollte aber wirklich jetzt mal langsam. Mhm. Ja. Der kann ja auch nicht aufhören zu fliegen und macht trotzdem weiter Unfälle mit dem Flugzeug. Ja, die überlebt er alle. Immer soll er ja bitteschön auch, also so war es nicht so gemeint. Ne? Boulevard der Dämmerung. Boulevard der Dämmerung von Billy Wilder von 1950. Ich kenne den Film und zwar kenne ich ihn, weil dieser Film, und da muss ich jetzt gerade mal eben schnell schauen, ob ich da richtig liege, ich kenne ihn auch noch aus dem Studium, dass mir das Studium der Filmwissenschaften mal zu irgendwas gereicht, hätte ich ja wirklich überhaupt nicht gedacht. Und zwar hat nämlich Boulevard der Dämmerung, wenn ich mich recht entsinne, eine der ersten, wenn nicht sogar die erste und auch eine der längsten Plansequenzen. Okay. Nämlich am Anfang, jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich das richtig bin. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der war oder ob es ein anderer Film war. Plansequenzen heißt One-Shot oder was? Richtig, also eine durchchoreografierte Szene, jetzt muss ich gerade mal gucken, Plansequenz, oder war es ein anderer Film, der so ähnlich heißt? Boulevard der Dämmerung, Plansequenz. Nee, finde ich jetzt spontan keinen Treffer. Vielleicht verwechsel ich es auch gerade. Dann kann es sein, dass ich es verwechsel. Doch, Sunset Boulevard, doch, das müsste ziemlich genau, das müsste einer der, wenn nicht sogar einer der ersten oder der erste Film sein, der wirklich so eine Plansequenz hatte. Also eine Plansequenz ist eine komplett durchchoreografierte Szene ohne Schnitt, zumindest sagen wir mal ohne sichtbaren Schnitt. Also zum Beispiel in Hitchcocks Cocktail für eine Leiche gibt es auch keinen sichtbaren Schnitt, aber es gibt natürlich Schnitte, aber der ganze Film hat keinen einzigen, oder ich glaube, er hat zwei sichtbare Schnitte, ganz am Anfang, ganz am Ende. Ansonsten gibt es keinen einzigen sichtbaren Schnitt. Und die Plansequenz in Boulevard der Dämmerung, Sunset Boulevard, ist, ich glaube, locker 5 oder 6 Minuten lang oder sowas. In Goodfellas gibt es übrigens auch eine ultra lange Plansequenz. Aber ich kann mich auch irren, weil ich jetzt irgendwie in den ganzen Wikipedia-Einträgen zu dieser Plansequenz jetzt irgendwie nichts finde. Aber ich kann mich auch irren. Vielleicht kann mich der Chat mal korrigieren oder irgendjemand, wenn ihr das draußen dann hört, im nachträglich, welchen Film ich meine mit dieser
ganz langen Plansequenz. Aber du hast mein Filmlexikon erweitert, weil ich kenne es als One-Shot, aber nicht als Plansequenz. Okay, also der deutsche Begriff ist definitiv Plansequenz. Ob es jetzt eine Plan-Sequence ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die Verachtung. Nope. Französisches Autorenkino. We skip to the next. Der General Buster Keaton. Hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich meine, man muss ja vielleicht Buster Keaton zugute halten, dass er alle seine Stunts selber gemacht hat. Und okay. damit hört mein Buster Keaton Wissen dann auch schon auf. Und das, was du so allgemein hin auf YouTube oder so sehen kannst von Buster Keaton Stunts, das war schon, also der kannte da nichts, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Da gibt es solche ganze Sequenzen, wo so Hausfassaden auf ihn drauffallen. Und die sind halt wirklich genauso getimed, dass die Hausfassaden so auf ihn, dass er genauso steht, dass er genau das Loch vom Fenster über ihn drauf fällt. Der hätte nur 5, 6, 7 Zentimeter woanders stehen müssen, dann wäre der komplette Haus auf ihn draufgefallen. Ja? Also, aber mehr weiß ich ja noch nicht. Die mit der Liebe spielen, ne. Französische Film. Jetzt, ich bezweifle, dass ich noch Großfilme hier kennen werde. Ja, ach, vielleicht den pass auf, Casablanca. Ja. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. René, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hast du denn wenigstens Casablanca gesehen? Nein. Jung, schreib ihn dir auf deine Liste. Okay. Also erstmal musst du ihn gucken wegen Here's Looking at You, Kids. In Deutschen dann ganz großartig übersetzt mit Ich schaue dir in die Augen, Kleines. Okay, ja. Ja, ich sag mal so, guck ihn, damit du sagen kannst, du hast ihn geguckt. Ist auch gar nicht so schlecht. Es gibt ein paar eindrucksvolle Szenen, die halt sehr oft zitiert werden. Ja, also von daher, es gibt viele, also zum Beispiel die Szene in Rick's Bar mit den Nazi-Soldaten wird ganz oft zitiert. Dann natürlich klar die berühmte Abschießszene am Flughafen, logischerweise. Und der letzte Satz des Films, René, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Also wenn du irgendwo im Film diesen Satz hörst, weißt du, wo er herkommt, nämlich aus Casablanca. Ja. Gibt es den in der vollständigen Version? Weil ich habe mal gehört, dass es den gar nicht mehr vollständig gibt, so wie er damals war, sondern es nur immer irgendwelche Cuts gibt, in denen wesentliches Material fehlt. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich hatte mir den seinerzeit mal auf DVD geholt, in so einer Warner Brothers Special Edition. Mhm. Keine Ahnung. Okay. Ja. Zum Beispiel Balthasar. Nope. Das Wort. Ne. Ne. Lawrence von Arabien, 1962, David Lean. Auch da wirst du wahrscheinlich sagen, habe ich nicht gesehen. Mir ist hier heute nicht glücklich, was das angeht. Irgendwie nicht, ne? Aber auch das ist ein Film, schau ihn dir an. Die Bilder sind grandios. Auch das ist ein Film gemacht fürs Kino. Der funktioniert meiner Meinung nach auch nur im Kino. Ja, auch das ist nichts für die Glotze irgendwie. Natürlich kann man ihn da gucken, aber allein die Öffnungssequenz, wo du 5, 6 Minuten lang, nicht ganz, aber 5 Minuten lang einfach nur Sanddünen siehst und das Kamel mit Omar Sharif drauf ganz, ganz klein durch die Wüste reitet, dann siehst du halt im Fernsehen gar nicht. Ja? Ja. Da denkst du dir, was muss ich mir jetzt 5 Minuten lang Dünen angucken? Aber diese Spannung, die aufgebaut wird, wenn du das halt normalerweise auf der Leinwand siehst, ganz großartig. Ja. Mhm. Und Peter O'Toole geht natürlich auch. Du hast wahrscheinlich ein paar Szenen von Lawrence von Arabien gesehen, wenn du Prometheus gesehen hast. Ja. Ich meine, wie auch vorher eben bei Blade Runner. Blade Runner habe ich auch nie im Kino gesehen. Ist auch einer der Filme, die ich gerne im Kino sehen würde. Weil der neue Blade Runner ja auch viel, Denis Villeneuve, viel optisch gemacht hat und Ridley Scott nachgeeifert ist. Und manche Sachen wie Alien und Blade Runner und so müsste man heutzutage wirklich, wirklich nochmal auf einer großen Leinwand sehen. Ja, im Chat steht gerade, die Synchronstimme von Peter O'Toole ist im Deutschen ja wirklich etwas seltsam. Er hat eine sehr, ja fast schon so ein bisschen eine Fistelstimme. Die deutsche Synchronstimme sehr weich und passt überhaupt irgendwie gar nicht. Sehr, sehr seltsam. Ja. Kann man natürlich trotzdem gucken. Oh, manche mögen es heiß.
Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film geguckt habe und ich kann mich immer noch kaputt lachen. Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe, manche mögen es heiß. Ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Film. Punkt. Punkt. Ja, auch hier wieder ganz berühmte Schlussszene. Nobody's perfect, niemand ist perfekt, ja. Beanstalk, worum geht's? Es spielt zur Zeit der Prohibition und die zwei Musiker, Saxophonist und Kontrabassspieler, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Rollennamen heißen, werden Zeuge, unfreiwillig Zeuge des berühmten Valentins-Massakers, ja, an der Chicagoer Mafia und müssen deswegen fliehen. Und damit sie möglichst schnell aus der Stadt rauskommen, nehmen sie halt ein Engagement in einer Damenkapelle an und müssen sich deswegen dann als Frauen verkleiden und machen dann mit der Damenkapelle eine Reise nach Florida. Genau, und Tony Curtis hier links im Bild hat sich natürlich in Sugar verliebt, gespielt von Marilyn Monroe. Und Jack Lemmon will eigentlich nur in Ruhe, sag ich mal, gelassen werden und in Ruhe auf der ganzen Sache entkommen. Dummerweise verliebt sich dann ein Millionär, nämlich Osgood Fielding, ja, in ihn, weil er ja glaubt, dass er Daphne ist, die Kontrabassspielerin. Sensationell. Also so eine richtige klassische Screwball-Comedy kannst du heute noch gucken. Ganz groß, auch mit einer schönen Synchro, so mit Jack Lemmon gesprochen von Georg Tamala und so. Also ganz toll. Ganz genau, jetzt muss ich dann entsprechend auch die gleiche Frage stellen, weil ich weiß, dass bei vielen, vielen, vielen dieser Klassiker, nicht nur bei Casablanca, mittlerweile bei diversen Streaming-Diensten eine Tafel davor kommt. Es ist viel doch nicht mehr politisch korrekt da drin. Wie ist es bei diesem Film? Würdest du ihn auch ähnlich bewerten? Ich überlege gerade. Nee. Also da ist, den kannst du heute, da gibt es kein Blackface. Hält im Zahn der Zeit. Den kannst du bedenkenlos gucken. Okay. Neben ein paar Männer in Frauenkleidern Gags, Punkt. Nee, kannst du bedenkenlos gucken. Okay. Das süße Leben, La Dolce Vita von Federico Fellini. Kenn ich nur vom Namen her. Das hat nicht mit Marcello Mastroianni oder so. Mein Gott, die ganzen italienischen 70er-Jahre, 60er-Jahre-Dinger, das kannst du nicht mit jagen. Der Spiegel, auch nochmal Andrei Tarkowski, Russland 74. Nope, kann ich leider auch nichts zu sagen. Im Zeichen des Bösen, Orson Welles. Nope, muss ich auch skippen. Noch ein Charlie Chaplin-Film, Lichter der Großstadt. Ja, Charlie Chaplin haben wir schon gesprochen. Vielleicht kommt ja nochmal der große Diktator, da können wir da noch ein bisschen was zu reden. Psycho, ja, schön. Ja. Komm, sag deine Frage, die du extra rausgesucht hast für unser Nerd-Quiz. Weißt du die Frage noch zu Psycho? Die Toilettenszene, warte mal. Ja, genau. Wie war das nochmal? Genau, das war das erste Mal, glaube ich, dass eine Toilette im Film gezeigt wurde, eine benutzte Toilette im Film. Das war nämlich eine der Sachen, die damals so nicht gezeigt werden durften. Und das war, glaube ich, einer der ersten Filme, die populärer waren, die eine Szene von einer benutzten Toilette gezeigt haben. Ja, also die Spülung hat man gesehen, wie die in der Toilette runtergezogen wird. Ja, es ist unglaublich, dass das ein Thema war. Ja. Aber war es so, ja, Psycho. Gucke ich, keine Ahnung, alle paar Jahre mal. Ich will endlich mal Teil 2 und 3 und ich glaube auch 4 sehen, weil die gar nicht so schlecht sind. Okay. Die sind gar natürlich nicht mehr von Hitchcock, ne? Die haben natürlich gar nichts mehr. Aber Anthony Perkins spielt noch mit und sie gehen auch teilweise ein bisschen in eine andere Richtung. Also die will ich eigentlich schon mir nochmal angucken, stehen auf meiner Watchlist. Mal gucken, ob die gerade aktuell irgendjemand streamt. Ansonsten Psycho 1, schaut ihn euch an. Aber man muss allerdings sagen, der Film braucht ein bisschen, bis er in Fahrt kommt. Ja, und natürlich kann er auch heute vom Splatter-Faktor natürlich überhaupt nicht mehr mithalten. Ja,
Ja, aber er hat einen netten Twist, den man an der Stelle nicht verraten, wobei einem 50 Jahre alten Film sollte inzwischen jeder wissen, noch doch 70 Jahre alten Film sollte ich inzwischen, 60 Jahre alten Film sollte ich inzwischen jeder wissen, aber egal wo man, es gibt ja unzählige Spin-Offs und Weiterentwicklungen. Es gibt ja eine ganze Serie, Bates Motel, die ich noch nicht gesehen habe, die aber gar nicht so schlecht sein soll, die also das Prequel dazu darstellen soll, habe ich aber noch nicht gesehen. Und ich könnte jetzt mehr zu American Psycho sagen, mit Christian Bale. Aber gehen wir mal weiter, kommt bestimmt nicht mehr vor. Sie küssten und sie schlugen ihn, kenne ich auch nur vom Titel. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Ja. Andrei Robjov, ne, kann ich leider auch nichts zu sagen. Ein wilder Stier von Martin Scorsese, einer der wenigen Scorsese-Filme, der mir noch fehlt. Auch nicht gesehen. Kann ja auch nichts zu sagen, habe ich Lauch noch nicht gesehen. Muss ich eigentlich mal nachholen. Okay, der Pate. Ich weiß nicht, ob die anderen Pate-Teile noch kommen, aber lass uns über der Pate reden. Du hast gerade eben gesagt, du bist mit dem Paten nicht warm geworden und dazu muss ich dir mal ganz Großes geben. What? Wie kann man mit dem Paten nicht warm werden? Was ist da verstimmt nicht mit dir? Ich habe den geschaut. Wann war das erste Mal? Da dürfte ich so 16, 17 Jahre gewesen sein. Mhm. Hab alle drei Teile geguckt. Hab die irgendwie durchgebinscht auf meinem VHS-Recorder, auf meinem Fernseher, der keinen Fernsehanschluss hatte. Ist nicht viel hängen geblieben. Ich weiß, dass ich im ersten Teil eingeschlafen bin. Irgendwann, glaube ich. Nee, im ersten Teil bin ich nicht eingeschlafen. Ab dem zweiten Teil bin ich eingeschlafen. Deshalb ist mir der immer so ein bisschen negativ im Hinterkopf geblieben. Ich weiß, das war mein Filmgeschmack und meine Appreciation der Filme, dass, wie ich sie wertschätzen kann, heute eine andere ist als damals, sagen wir mal so. Und heute würde ich sicherlich mit einem anderen Blick draufschauen. Und deshalb habe ich irgendwie vor ein paar Jahren auch die DVD, Blu-ray und noch eine DVD von 1, 2 und 3 geschenkt bekommen, die hier stehen, die ich aber noch nicht geguckt habe und wo du mir jetzt gleich sagen wirst, guck dir die an. Ja, heute Abend noch fängst du an mit Teil 1. ja, was soll man sagen? Also mehr Klassiker geht nicht. Also im Grunde genommen haben ja sogar viele Mafiosi danach zugegeben, dass sie sich am Paten orientiert haben. Ja, dass sie also dem Ganzen nachgeeifert haben, dass da also viele Trends gesetzt wurden. Der dritte Teil hat jetzt wohl nochmal einen Re-Release gekriegt mit erweiterten Szenen. Ja. Soll deswegen um einiges besser sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich finde den dritten auch jetzt nicht so schlecht, aber hat natürlich lange nicht so gut zu tun. Ich sag mal, der erste Teil ist so ein bisschen so ein Build-up. Der zweite ist grandios, auch was die Struktur angeht. Der arbeitet immer mit so zwei Zeitsträngen. Also man sieht auf der einen Seite den jungen Vito Corleone und seine Geschichte und auf der anderen parallel dazu sieht man halt die Entwicklung von Michael Corleone, also von seinem Sohn. Ich glaube, das habe ich damals nicht ganz so gerafft, als ich den im müden Zustand gesehen habe. Es gibt auch einen chronologischen Cut, der aber, glaube ich, inzwischen nicht mehr kommt. Gab es mal öfter mal. Das hat mich am Anfang ziemlich irritiert, weil ich irgendwie so dachte, so sag mal, es gibt doch irgendwie so einen chronologischen Cut, aber der wird heutzutage nicht mehr gesendet, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Zitate ohne Ende machen ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Ja, lass nie wieder jemand außerhalb der Familie sehen, was du fühlst. Ja, ausgerechnet du, Fredo, ausgerechnet du. Also Zitate ohne Ende. Im Chat gerade geht auf die Matratzen ganz genau. Er sagt das, was soll das mit den Fischen? Luca Brasi liegt bei den Fischen. Also ganz großartig. Ja, ganz, ganz großartig. Punkt. Ich könnte den ganzen 5 Stunden über den Paten reden. Aber hier auch das Forever Not Girl wird nicht warm damit. Ja, die steht schon die ersten 20 Minuten nicht durch. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ja, es ist halt auch hier wieder ein Film, der nicht den... Also, wenn ihr auf so einen Avengers steht und nur sowas guckt, dann könnt ihr eher mit dem Paten weniger anfangen. Es ist halt eine andere Sehgewohnheit. Es ist ein anderes Genre... Ist ein Mafia-Genre, was sich Zeit lässt für vieles. Nicht nur Baller-Action, sondern intelligenten Aufbau und muss man gucken können. Ja,
Ja, auf jeden Fall. Ist halt auch so ein Film, der einfach so viele andere Filme geprägt hat und natürlich auch, ich sag mal so, wenn du den Paten nicht kennst, dann verstehst du halt locker ein Fünftel aller Simpsons-Gags nicht. Ja. Ja. Zumindest ja. Von den ersten Staffeln. Ich kenne einige Kurosawa-Filme, aber Rashomon, das Lustwäldchen, kenne ich nicht. Das könnte aber unter Umständen dieser Arte-Porno sein, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also Rashomon, das Lustwäldchen, klingt eigentlich eher so wie so ein 70er-Jahre-Titel, der irgendwie Samstagabend auf RTL dann lief. Ja? Hm. Der Mann mit der Kamera, ne, russischer Film, zack, weg. Persona, Ingmar Bergmann, ne. Wir biegen in die Top 20 ein und es wird nicht besser. Jean Vigo, außer Atem. Nee. Nope. Passion der Jungfrau von Orléans. Nee. Ah, Taxi Driver. Steht auf meiner Liste, habe ich noch nicht gesehen, aber ist ganz, ganz oben von dem, was ich noch gucken möchte. Naja, du hast ja den Joker gesehen, hast du ja auch Taxi Driver gesehen. Zumindest, okay. Zumindest die Hälfte des Films. Die andere Hälfte des Films ist ja, ach, jetzt habe ich es vergessen. Also Joker ist ja einfach nur eine Mischung aus Taxi Driver und verdammt, jetzt kommt mir der andere, ist auch mit den Nero der andere Film, kommt mir jetzt auch gerade nicht. Also Taxi Driver, ich glaube, ich muss ihm nochmal einen Rewatch geben. Ich habe ihn zweimal geguckt, ist schon sehr lange her. Da konnte ich nicht so viel damit anfangen. Das liegt aber an meiner Aversion an so Filmen. Und deswegen mochte ich auch den Joker halt nicht. Unabhängig davon, dass halt alles geklaut ist, meiner Meinung nach. Der Joker, ehrlich gesagt, irgendwie so ein bisschen wie so diese Cloverfield-Filme sind. Man nimmt halt irgendwie einen Film und klatscht halt was drauf. Ja. Also der Joker-Film hätte halt auch überhaupt nicht mit dem Joker sein müssen. Das hätte einfach nur so ein Film sein können. Ja. Unabhängig davon. Ich meine, wir wollen nicht über Joker reden, aber Joker lebt nur durch Joaquin Phoenix. Exakt, genau. Und hat halt mit DC halt gar nichts zu tun. Ja, das kannst du auch weglassen. Ist genau auch egal, Spaß. Aber der Film an sich lebt durch Joaquin Phoenix. Der hätte auch nicht den Joker spielen müssen. Man hätte auch nicht das Ende haben müssen. Nach dem TV-Studio hätte es einen Cut geben können. Aber ja, gut. Habe ich auch gehört, dass der einfach nur eine bessere Kopie sein soll, bis auf seine Performance. Ja. Robert De Niro, eine ganz junge ganz junge Jodie Foster. Ist halt ein wieder so ein Biografie, also fiktive Biografiefilm über einen Menschen, der halt in menschliche Abgründe reinfällt, ja, weil er sich unverstanden fühlt, von der Gesellschaft ausgegrenzt wird und so weiter und so weiter. Berühmteste Zitate, are you talking to me? Ja, redest du mit mir? Ja. Und die Szene, wo er dann mit der Knarre vorm Spiegel steht. Ein Mensch, der sozial einfach überhaupt keine Erfahrung hat, der geht da mit einem Date, das er hat, geht da ins Pornokino und denkt, das war eine gute Idee und ist völlig, völlig irritiert, dass sie das überhaupt nicht so findet und so weiter. Ja, ich habe ihn zweimal gesehen. Wie gesagt, ich habe halt, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, wisst ihr, dass ich so ein Problem mit dieser Art von Filmen habe. Ich mag die nie so und genauso geht es mir auch mit Taxi Driver. Ist definitiv nicht auf meiner Top-Liste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist er so ein bisschen auch ähnlich wie Falling Down? Ja, also, naja, sagen wir es mal so, es zeigt halt einen Menschen, der in einen psychologischen Abgrund fällt. Sonst hat er mit Falling Down nichts zu tun. Ja, okay. Ja, dann ich glaube, er könnte mir gefallen, weil das grundsätzliche Thema rund um Robocop mochte ich, nur jetzt den Film nicht unbedingt. Also ja, wenn dir sowas wie Falling Down gefällt, dann wird dir auch Taxi Driver. Zumindest ist es dann für dich, könnte es für dich was sein. Okay. Könnte es für dich was sein. Fahrraddiebe, ne. Italienischer Film 1948. Ist auch hier wieder, könnte man durch einen Wortgenerator schmeißen, würde ich nicht drauf kommen. Dass jetzt Platz 13, Panzerkreuzer Potjemkin. Von Sergei Eisenstein. Das ist natürlich ein absoluter Klassiker der Filmgeschichte. Das muss man an der Stelle wirklich ganz klar sagen. Ist auch Pflichtprogramm in jedem Filmstudium. Hat ganz berühmte Szenen, zum Beispiel die Massaker-Szene auf der Treppe. Wunderbar kopiert in Untouchables mit Kevin Costner. Ja, eine 1:1, wirklich eine 1:1
Kopie, Hommage an diese Massaker-Szene auf der Treppe in Panzerkreuzer Potemkin. Worum geht's? Es geht um die Meuterei und Beginn der Oktoberrevolution in Russland. So, ganz grob, die ging halt eben auch auf der Schwarzmeerflotte los, Panzerkreuzer Potemkin. Stilistisch, filmisch ein Meilenstein, wie gesagt, auch heute noch bei Tarantino und Scorsese und keine Ahnung was, die haben den alle rauf und runter gesehen und zitieren aus dem Ding von vorne bis hinten. Deswegen lohnt es sich, so einen Film zumindest mal, und ich schätze mal, der wird auch frei auf YouTube sein, müsst ihr mal gucken, mal im Schnelldurchlauf durchzuskippen. Also das kann ich an der Stelle einfach immer nur empfehlen, dann weiß man einfach, wo die Jungs das herhaben. Die haben das halt auch alles nur geklaut. Der Punkt ist einfach, die wissen, wann sie das einsetzen und wann sie es halt nicht einsetzen. Und das ist halt eben die Kunst, ja, dass sie so eine Szene da halt reinbringen, wenn es passt, und nicht die einfach reinzubringen, nur um sie drin zu haben und zu sagen, hey, guck mal, ich hab meinen Panzerkreuzer Potemkin gesehen. Nein, das muss halt eben an der Stelle passen. Ja, und das ist halt auch wie in jedem Bereich. Es wurde halt irgendwie wann schon mal alles gemacht und es gab alles schon mal, aber die Kunst daraus ist, aus dem Bekannten wieder was Neues zu machen. Und ein Zitat, wie du eben schon gesagt hast, Tarantino, der hat das in die höchste Kunst mit reingebracht. Seine Filme sind ja eigentlich nur Zitate, mehr nichts. Aber trotzdem erzählt er sie so gut, dass es selbst wieder Klassiker werden. Genau. Ja. Ah, Singing in the Rain mit Gene Kelly, USA 1952. Ich meine, jeder kennt das Lied, jeder kennt die Szene. Und damit hört es bei mir auch auf. Der Tanzfilm der 50er und 60er Jahre ist definitiv nicht sehr weit oben auf meiner Muss-ich-unbedingt-gucken-Liste. Ja. Du, ich habe ihn, glaube ich, irgendwann mal gesehen, aber... Also es gibt wenige Musiker... Es gibt wenige Musiker, den habe ich durchgesappt und ich habe die Szene auch mal im Fernsehen gesehen, ja, aber das war's. Es gibt wenige Musical-Filme, also ganz ehrlich, Mary Poppins ist mehr oder weniger schon so der einzige, auf den ich absolut stehe. Alles andere, ich fand es als Kind schon immer schlimm, wenn die bei Disney angefangen haben zu singen. Das war, wo ich mir gedacht habe, toller Film, aber lass die Singerei weg. Außer bei König der Löwen. Ich finde das spannend, dass es immer wieder Leute wie, genau wie dich gibt, die das sagen, weil ich bin einer der Gegenteile. Ich stehe zwar jetzt nicht auf ein Musical wie Cats, aber auf Musical-Filme. Damit kannst du mich eigentlich fast immer kriegen, vor allen Dingen die Disney-Filme. Also vielleicht die Musical-Filme der 50er, das ist noch ein bisschen was anderes, aber generell Musical-Filme liebe ich sehr. Ja, okay, fair enough. Ui. Apocalypse Now. Francis Ford Coppola, 1979. Welche Version guckt man davon? Das ist schon wieder die große Frage. Ich glaube, Redux ist, glaube ich, die Version, die man gucken muss. Wobei ich letztens auf Amazon habe ich mir eine Version angeguckt und da fehlte definitiv was, nämlich die Episode bei den Franzosen in Guam, die war nicht drin. Von daher war das dann doch irgendwie nicht die richtige Version. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch den Überblick verloren. Ja, ja, ich weiß, dass es zuletzt vor ein paar Jahren oder ein, zwei Jahren wieder eine Version rauskam. Vielleicht hast du die gesehen, die auch wieder hier wie bei anderen, wie bei Ridley Scott, der ja auch gerne mal wieder umschneidet, glaube ich, als Final-Version angesehen wurde. Als letzte, die jetzt vom Regisseur angefertigt worden wäre. Mhm. Ja, ich stehe auf Vietnam-Filme. Trotzdem ist Apocalypse Now auf der Gruppe der Vietnam-Filme bei mir nicht so weit oben. Mhm. Die Besetzung ist großartig. Der junge Lawrence Fishburne erkennt man fast gar nicht. Robert Duvall, Harrison Ford, okay, die Rolle ist eher klein. Marlon Brando, Martin Sheen, Dennis Hopper und natürlich auch ganz berühmt natürlich die Angriffsszene von den Hubschraubern, diese Massaker-Szene zu Wagners Ritt der Walküre, auch das unzählige Male zitiert im Popkulturkino. Das Ende mit dem durchgeknallten Colonel Kurtz ist mir einfach zu esoterisch, abgedreht, metaphysisch,
irgendwie so, ich weiß nicht, ich kann es so ein bisschen das 2001 Ende des Vietnamkrieg-Films. So, ja, also nicht, dass das jetzt so, also optisch ist es auch ziemlich weird, aber du musst halt kaufen, dass dieser Colonel jetzt im Urwald durchdreht und mit seinem ganzen, mehr als ein Platoon, mit seiner ganzen Kompanie, das sind ja hunderte von Soldaten, da anfängt Massaker zu begehen, die Leute umzubringen und einen Weltuntergangs-Kannibalen-Kult. Okay. Und das ist so irgendwie so, das wird halt gar nicht erklärt. Das ist, glaube ich, so mein Problem mit dem Film. Es wird halt gesagt, der dreht durch, jetzt fahr da hin und bring ihn um. Okay. Ja. Und dann besteht die letzte halbe Stunde eigentlich aus einem einzigen Monolog von Marlon Brando, der versucht, sich zu rechtfertigen. Es ist aber einfach nur wirres Gerede. Das ist wahrscheinlich on purpose, aber ja, ich werde nicht warm mit dem Film. Ich habe es jetzt schon so oft probiert. Der hat seine Momente, der sieht toll aus, der macht auch, der ist auch nicht langweilig, aber das Ende lässt mich jedes Mal so, what's the point? Ja. Ist nicht. Habe ich auch, glaube ich, irgendwo im Regal stehen als irgendeine Version, aber ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Ja, und wie gesagt, ich muss auch bei den ganzen Versionen, habe ich inzwischen auch den Überblick verloren, definitiv. Ja. Platz 10, die Sieben Samurai. Jetzt muss ich gestehen, ich habe die Sieben Samurai von Akira Kurosawa noch, ich glaube, nicht gesehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und ich habe ihn natürlich doch gesehen, weil die Geschichte von die Sieben Samurai, ich weiß nicht, wie oft schon geremaked wurde. Bin mit bestimmt die am häufigsten geremakte, wie sagt man, das Verfilmung seiner Zeit. Also die glorreichen Sieben ist natürlich was dann hier, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, das große Krabbeln ist ja exakt dieser Film. Dann gab es noch mal eine Fernsehserie Samurai 7. Dann gibt's bei Clone Wars Hommage dafür, One Piece gibt's Hommage dafür und so weiter und so weiter. Natürlich die glorreichen Sieben und so weiter. Also die Sieben Samurai ist einfach so ziemlich diese Geschichte von den Sieben Outlaws, die einem Dorf zu Hilfe kommen gegen die bösen gegen die böse Räuberbande, ja, es ist ja immer jemand anders, ist natürlich ein absoluter Klassiker. Hier, Mandalorian auch, ne, da waren es zwar nicht ja jetzt sieben Samurai, aber es war halt Cara Dune und der Mann, also das ist einfach die klassischste Geschichte überhaupt und da kommt sie her. Jo. Ich glaube, ich habe einen Akurasawa-Film gesehen, nämlich Ran. Der kam mal auf Arte. Das ist so ein schöner Samurai-Historien-Schinken. Kann man gucken. Kann man echt gucken. Okay, ja. Kein nochmal, Problem. Nochmal ein Western, der schwarze Falke mit John Wayne und John Ford. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich meine, muss man dazu sagen, Western waren damals, was Superheldenfilme heute sind. Ja. Vielleicht werden Superheldenfilme die Western von morgen. Also von daher. Gut, ja, wahrscheinlich gar nicht mal so unpassend der Vergleich, da hast du absolut recht. Das war Platz 9, Platz 8, Sonnenaufgang von Friedrich Wilhelm Murnau. Den Film habe ich nicht gesehen, allerdings habe ich mir letztens Nosferatu reingezogen mit von Werner Herzog mit Kinski und Bruno Ganz und dann habe ich mir danach dann auch nochmal den Nosferatu von Murnau reingezogen. Okay. Kann man gucken, oder? Also ganz ehrlich, wenn, dann guck den Murnau, dann kannst du wenigstens sagen, du hast das Original geguckt, weil dieses Werner Herzog-Ding, das ist halt so deutsches Autorenkino der Ende der 70er, Anfang der 80er, das ist alles so theaterhaft. Das ist, also eigentlich ist das Werner Herzog-Ding, da sagt er auch selber, es ist eine, also das Wort Hommage ist eigentlich schon ziemlich nett. Das ist eigentlich eine 1:1, dieses Ding ist nachgedreht, nur in bunt. Okay. Also ohne Texttafeln, sondern halt mit Sprache. Das ist, ja, ist genau der gleiche Film. Ja. Punkt. Ja. Ich finde Kinski als ziemlich albern mit diesen Hasenzähnchen. Das ist
Es ist klassischer am Bram Stoker, als man vom Namen her denken könnte. Ja, das war mir so gar nicht bewusst. Ich dachte, das wäre so also eine freie Interpretation. Nö, nö, es ist doch schon eher so. Aber ganz ehrlich, von allen Dracula-Filmen, muss ich sagen, finde ich den vom Coppola am besten. Von allen Dracula-Filmen finde ich den Coppola am besten. Ist das der? Gary Oldman und Keanu. Ja, okay, ja, ja, ja. Der ist gut. Den finde ich am besten. Was auch noch gut ist, tot, aber glücklich. Oh Gott, ist das die Leslie Nielsen-Nummer? Ja, wo er dann mit dem Strohhalm hingeht und. Oh Gott. Tut mir leid, aber. Wir reden gerade über Hochkultur und dann kommst du mit Leslie Nielsen um die Ecke. Ich muss das Niveau ja mal ein bisschen ein paar. Herrlich, wie schön, wie schön. Okay, Platz 7, der Pate. Okay, ich glaube, da müssen wir mal gerade eben schon drüber gesprochen. Ja. Müssen wir nicht weiter reden. Platz 6, 8,5 von Federico Fellini. Nope, sagt mir leider auch nüschte. Die Reise nach Tokio, Platz 5. Nein. Ja. Spielregeln, nein. Platz 4. Platz 3, 2001, Odyssee im Weltraum. Ein Film, mit dem ich das Forever Not Girl auf jeden Fall noch quälen werde. Wobei der Film für mich keine Qual ist, er ist für mich ein filmischer Genuss. Ich kann diesen Film nicht oft genug sehen. Lasst mich lügen, ich habe ihn bestimmt 2-3 Mal angefangen. Ich bin über die Affen hinausgekommen, ich bin beim Anflug an die Raumstation da gewesen und ein bisschen wie er in seinem Kreis rumläuft. Viel weiter bin ich, glaube ich, nie gekommen und ich habe mich auch bisher nie für das Ende spoilern lassen. Ich weiß, dass es abgedreht sein soll und aber ja, ist auch noch was ich mal irgendwann mal durchhalten muss. Was hindert dich an dem Film? Wo steigst du aus? Weil nicht so viel gesprochen wird? Ich meine, die Handlung ist überschaubar, da gebe ich dir recht. Das ist, glaube ich, genau das gleiche Phänomen wie beim Paten. Das war so die Zeit, wo ich mir diese Dinger damals angesehen habe, mit 17, 18, 19, ich, keine Ahnung. Irgendwann die Ecke habe ich mir reingezogen und das war auch einer der Filme, wo ich dann mindestens 2 Mal eingeschlafen bin und ihn dann aufgegeben habe. Okay. Ja, was soll ich aber sagen? Aber es ist immer noch ganz oben auf meiner Liste. Ich hatte auch jahrelang hatte ich auch die DVD, also von daher. Der lohnt sich übrigens auch hier, ein Film, der tricktechnisch sensationell gut gealtert ist. Also richtig gut. Dafür, dass der von 1968 ist, das siehst du nicht. Ich habe ihn ich gucke den regelmäßig, habe ihn mir dann irgendwann mal als Blu-ray geholt und so weiter. Ist aber eigentlich in allen Streaming-Portalen, naja, jetzt in allen nicht, aber der ist definitiv im Stream. Also der müsste man irgendwo gucken. Ansonsten, die Blu-ray kosten 5er oder so. Also, ja. Ich glaube, die ganze Kubrick-Box kostet 24,99 bei Amazon, also von daher. Ist sensationell gut gealtert, ist, verstehst du, wie soll ich sagen, man muss ihn ja nicht gut finden. Ich habe das auch in meinem Kommentar zu New Track geschrieben. Ja. Man muss 2001, weiß Gott, nicht gut finden. Ich verstehe auch, wenn jemand sagt, dass ihm das zu langweilig und zu langatmig ist und dass da nichts passiert. Okay, man kann aber halt einfach nicht wegdiskutieren, dass dieser Film einfach filmtechnisch von der Art, wie er gemacht ist, von der Bildaufteilung her, von der Kameraführung, von der Regie her etc. einfach ein Meilenstein ist. Ja? Und deswegen muss er einem nicht gefallen, aber das kannst du nicht wegdiskutieren, weil das kannst du objektiv nachweisen. So, und das hatte ich damals aufgeschrieben, dahingehend, als dass halt eben New Track-Sachen einfach objektiv halt schlecht, also handwerklich suboptimal sind. Da soll es hier schon wieder sein, hoch, die reden schon wieder, weil es ist einfach so. Du kannst objektiv nachweisen, dass die neuen Star Trek-Sachen schlecht sind und das oder auch viele andere Sachen. Die ganzen DC-Filme zum Beispiel, ja, dass die handwerklich einfach schlecht sind, wenn du dir vorher mal in 2001 einfach mal durchanalysiert hast und zwar nicht von der Story her und den Bedeutungen und so weiter, sondern einfach nur das Handwerk, das filmische Handwerk eines 2001 oder eines Spiel mir das Lied vom Tod oder eines Paten, wenn du das einfach mal analysierst und dagegen einfach mal einen DC-Film
hängst, dann merkst du, warum der eine Film funktioniert, obwohl er genauso wenig Handlung hat, weil 2001 hat nicht viel Handlung. Ja? Trotzdem funktioniert der auf seine Art und Weise und funktionieren Szenen und andere Szenen, die ähnlich sind, in anderen Filmen funktionieren halt eben nicht. Ja? Ja. Und das ist also wirklich sensationell. Übrigens, hier an der Stelle gibt es eine Fortsetzung. 2010 mit Roy Scheider, der gar nicht so schlecht ist. Dem Film wird so unglaublich viel Unrecht getan, weil man ihn natürlich immer mit dem Kubrick-Meister merkt. Aber das will er gar nicht sein. Ja, das will er überhaupt nicht sein. Und deswegen schaut euch ruhig auch mal 2010 an. Der ist gar nicht so schlecht. Baut natürlich auf der Handlung auf, aber ist eher ein klassischer Actionfilm, sag ich mal. Ja? Klassischer Sci-Fi-Film. Übrigens, da du eben das DC-EU genannt hast, was ja sowieso schon längst tot ist. Wann ist es? Wir haben heute den 15. Ich glaube noch 3 Tage, dann kommt der fabulöse Snyder-Cut raus. Ja. Jetzt sind die ganzen ersten Reviews dafür erschienen und wir haben alle recht gehalten. Also der Film wird nicht wesentlich verbessert, aber er ist wenigstens konsistenter. Okay, werden wir sehen. Ich weiß nicht, ob ich mir den dann antun muss. Im Chat ist gerade verlinkt der Roman zu 2001. Da, Fun Fact, der Film oder der Roman wurde zeitgleich zum Film geschrieben. Also es gab kein Buch, auf dem 2001 beruht. Und der Roman wurde zeitgleich geschrieben und das Drehbuch war aber noch nicht fertig, beziehungsweise Arthur C. Clarke kannte das Drehbuch gar nicht in komplett und hat deswegen andere Dinge einfach reininterpretiert auf Basis dessen, was er so am Pre-Production und so weiter gesehen hat. Und deswegen weicht das Buch in vielen Dingen vom Film ab. Ja, nicht weil zuerst das Buch da war und das dann wie bei Shining also irgendwie anders verfilmt wurde, sondern weil einfach das praktisch ähnlich wie bei Game of Thrones irgendwann so parallel einfach läuft. Das Buch Winds erklärt, of Winter ist immer noch nicht raus. Ja, oh Gott, das wird auch nichts mehr. Und deswegen wird im Buch aber auch einiges erklärt, was im Film unklar bleibt. Also von daher, das Buch kommt und im Chat hast du gerade ein Sachbuch dazu verlinkt. Okay, schaue ich mir mal an. Vielen Dank dafür. Gut. Platz 2, Vertigo. Ay caramba, von allen Hitchcock-Filmen den ich am wenigsten mag. Und du hast ihn natürlich wieder nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich liebe aber den Filmeffekt. Weißt du, wie der funktioniert? Du bewegst die Kamera und zoomst nach hinten, oder wie war das? Je nachdem, wie du dich bewegst, wenn du dich nach vorne bewegst, zoomst du die Kamera zurück. Und wenn du dich nach hinten bewegst, zoomst du die Kamera an. Und dieser Effekt allein dafür, dass ich den Film zwar auch nicht gesehen habe, gehört er definitiv auch für mich hier rein. Ja. Auch hier wieder Jimmy Stewart-Film. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Filme James Stewart gemacht hat. Also geile Filme James Stewart gemacht hat. Auch in unserer Reihe Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Ist so viele James Stewart-Filme dabei, weil er einfach Klassiker gemacht hat. Ja. Kann man wirklich nur gucken. Lustigerweise ist Vertigo wirklich der Hitchcock, den ich am wenigsten mag, weil er halt so auf so einer Metapsych. Ich frage mich halt immer so, what's the point? Ja, ich verstehe so ganz den. Ja, es ist kein klassischer Krimi in dem Sinne. Es ist mehr so irgendwie eine. Ja, ich kann schwer zusammenfassen. Guckt ihn einfach mal an. Aus dem filmischen Gesichtspunkt her ist er wirklich gut und er hat einen tollen Twist, unbenommen. Also ich sag mal, der M. Night Shyamalan hat seine Twists definitiv sich bei The Vertigo abgeguckt. Von daher wird das Publikum damals ganz sicher im Kino gesessen haben und gedacht, what? Ja, aber von allen Hitchcock-Filmen, ich weiß, dass das wie jetzt auch hier in den Listen ganz oben steht, bei mir ist ich mag andere Hitchcock-Filme einfach lieber als den zum Beispiel Cocktail für eine Leiche. So, jetzt bin ich mal gespannt, bevor wir danach noch zu ein paar Honorable Mentions kommen und dann die ganze Nummer hier einpacken. Platz 1, Trommelwirbel. Ich wusste es, dass Citizen Kane von Orson Welles auf Platz 1 ist. Ich wusste es, weil es eine Kritikerliste ist. Und weil das nach so ein
so ein Film ist, den du dir als Filmstudent einfach von oben bis unten reinziehen musst und ich mich wie bei, das ist so ein Biografiefilm über eine fiktive Figur und damit habe ich halt so ein Problem. Das ist so wie bei Forrest Gump. Ich fand auch Forrest Gump scheiße. Ich frage mich okay. bei solchen Filmen immer, what's the point? Verstehst du, das ist, wie geht's dir mit solchen Filmen wie Forrest Gump oder jetzt halt hier auch Citizen Kane, ganz ehrlich, jetzt einer sagt, wie kann man Citizen Kane mit Forrest Gump vergleichen? Ja, es ist die Lebensgeschichte von einem Menschen, hier geht's um einen reichen Medienmogul, der halt Macht hat und Menschen gegeneinander ausspielt und sein Fall etc. mit der berühmten Szene Rosebud und so weiter auch viel zitiert etc. pp. Aber ich kann mit solchen Filmen, genauso wie mit Forrest Gump, einfach nichts anfangen. Die lassen mich so ratlos zurück. Ich sitze dann da und denke mir so, ja, okay, was will mir jetzt dieser Film sagen? Wie geht's denn dir mit dieser Fake-Biografie-Lebensgeschichte? Also, Citizen Kane habe ich nicht gesehen. Forrest Gump ist auch einer meiner liebsten Klassiker. Ich weiß, dass du immer wieder darauf einschlägst, dass du ihn überhaupt nicht gut findest. Ich mag ihn vielleicht einerseits wegen der Struktur, weil es dieses Episodenhafte wieder mit drin hat. Andererseits, weil Tom Hanks einfach ein so dermaßen großer Schambolzen als der etwas zurückgebliebene Forrest ist. Und dann, weil es auch einfach an vielen Stellen schön clever geschrieben ist. Ich mag dieses Fiktionale da dran. Es ist keine stumpfe Biografie, die man sich schön schreibt und dann so einen Freddie Mercury-Film daraus macht, der aber nicht dann groß rausreißt aus allem anderen. Nee, den so einer Fake-Biografie kann man ein paar Fakten, ein paar Ecken verleihen und ein bisschen ankanten, was dann vielleicht sich Leute aus Respekt vor anderen Personen in der klassischen Biografie nicht unbedingt immer trauen. Ich will übrigens diese Elton John Biografie nochmal sehen. Die soll ja sehr, sehr gut sein und noch besser als der Bohemian Rhapsody. Ich habe genau Umgekehrtes von gehört. Aber okay, ich habe ihn auch nicht gesehen, den Rocket Man. Ja. Forrest Gump kann ich mir immer wieder ansehen und ist, glaube ich, auch einer der Filme, die ich mit am meisten geguckt habe. Also Fake-Biografien sind für mich okay. Okay. Ja. Was fehlt? Honorable Mentions. Honorable Mentions. Also, viele Klassiker, ganz ehrlich, im Chat wird gerade hier erwähnt, einer Flug übers Kuckucksnest. Ja, schaut euch einfach mal oder hört euch einfach mal unsere 16 Folgen zu Zeig mir deins, ich zeig dir meins an, die ich mit dem Forever Nerd Girl und Michael, du warst ja auch ein, zwei Mal da mal gemacht habe. Da sind viele Filme dabei, die heute wirklich nicht dabei waren. Also, einer ja. Flug übers Kuckucksnest, mein Freund Harvey, der Flug des Phönix und. Da sind auch ein paar Scheißfilme dabei, ja, die ich ganz bewusst in unser Glas geworfen habe, aber da sind viele Klassiker dabei. Honorable Mentions, was muss bei mir im Grunde genommen noch rein? Also für mich hat in dieser Liste gefehlt zwei glorreiche Halunken. Für mich der beste Leone-Film ever. Unglaublich, der beste. Also das ist der Western für Menschen, die keine Western mögen. Ist eigentlich genau für dich. Du musst den eigentlich gucken. Wenn du keine Western guckst, guck den. Okay, ja? Sag nochmal. Zwei glorreiche Halunken oder im Original The Good, The Bad and The Ugly. Ja. Okay. Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach. Das ist der Western für Menschen, die keine Western mögen. Punkt. Okay. Guck den. Der ist sensationell. Dann, was fehlt für mich noch? Das Forever Nerd Girl hat mir aufgetragen, ich soll noch Indiana Jones erwähnen. Absolut. Für mich im Grunde genommen die Verkörperung des Abenteuerfilms schlechthin. Mir fehlt in der Reihe auch mindestens ein Ray Harryhausen-Film. Ich nehme jetzt einfach mal King Kong und die Weiße Frau. Ja, also von 1936 oder wann da war, also der Ur-King Kong fehlt für mich an der Stelle einfach. Sci-Fi ist überhaupt nicht drin. Ich sag dir auch, also außer 2001, ich sag dir auch warum, weil das eine Kritikerliste ist. Und wenn Kritiker Sci-Fi hören, sagen die einfach, geh mir weg. Ja, ja. Deswegen ist in dieser Liste hier kein Sci-Fi drin. Und natürlich gehört da auch ein Star Wars dazu und natürlich gehört da auch Star Trek The Motion Picture dazu. Ja, wobei mein liebster Star Trek Film eigentlich Undiscovered Country ist, aber das ist mal eine extra Folge, definitiv. Meine halt die Wahl. Ja, was habe ich noch für Honorable Mentions? Ich überlege gerade, natürlich
unzählige. Das Boot fehlt für mich in der Liste. Ja, da könnt ihr auch unser Rewatch mit Sebastian Sonntag vom Discovery Panel mal anhören. Einfach mal auf nerdizismus.de gehen. Und jetzt sage ich noch einen, die 12 Geschworenen. Ja, auch der ist bei Zeig mir deins, ich zeig dir meins, haben wir auch schon besprochen. Also guckt euch wirklich zeigt dir meins, diese 16, 17 Folgen an. Ich weiß, wir sind euch noch ein paar schuldig. Hier ist das Glas. Wir kommen einfach nicht. Wir müssen das echt mal machen. Hier sind noch, wir haben die letzten Filme noch gezogen, aber wir kommen euch dazu. Also, ganz, ganz viele Filme, die ich als Klassiker betrachte, habe ich damals in unser Glas geworfen und das Forever Nerd Girl hat sie gezogen. Also von daher, guckt euch diese Reihe an, ist auf YouTube beziehungsweise als Podcast bei uns erschienen. So, Michael, jetzt bist du dran. Lass mal vom Stapel. Ja, mein Niveau ist nicht unbedingt das Beste, wenn es um Filmklassiker geht. Also was würde ich als Filmklassiker mit reinnehmen? Als Reihe an sich, Herr der Ringe, ist für mich, ist ein Klassiker in dem Sinne, dass man ihn sich super anschauen kann. Man kann sich immer wieder anschauen, er ist immer wieder beliebt, er läuft auch dermaßen oft im Fernsehen. Und der ist einfach wieder toll und reißt einen mit. Wenn man keine Lust hat, die Bücher zu lesen, kann man wenigstens die Filme gucken. Und eine der wenigen Adaptionen, die wirklich der Vorlage absolut und mehr als gerecht wird. Deshalb, für mich ist das die Definition eines Klassikers. Klassiker eher in Richtung wegweisend für mich. Und dann spreche ich einfach als Kind der 80er, 90er, Ende der 90er Matrix. Matrix war einfach, hat einem den Kopf verdreht. Ich weiß eben, dass wir die meisten aus dem Kino rausgekommen sind, wo ich damals in meinem, wann war es? 99 war ich gerade 18. Gar nicht, 99 war ich 16, 17, 13, egal. Rechnen ist nicht meine Stärke. Aber von den Visual Effects, von dem Aufbau für mich damals wegweisend und heute immer noch wegweisend. Ja, was haben wir noch? Ein modernerer Klassiker, ganz modern, der einfach das Action-Kino neu definiert hat, Mad Max Fury Road. Okay. Also, der ist, ich habe ihn damals im Kino gesehen, war weggeblasen und finde ihn auch heute immer noch absolut grandios, was da an Feuerwerk, an Action-Feuerwerk rausgehauen wird in einem Film, in dem kaum gesprochen wird und der trotzdem durchgängig überzeugt, das ist Mad Max Fury Road für mich definitiv. Hier, Forrest Gump hatte ich auch mit draufstehen als einer meiner Klassiker. Ansonsten ist hier jetzt nichts viel. Es sind eher popkulturelle Klassiker, die hier drin sind. Das Spider-Man 1 Film, Jurassic Park, natürlich hatte ich eben, glaube ich, erwähnt. Titanic kann man drüber streiten. Viele Kill Bill, Django, pass auf, sowas auch. Bevor du jetzt alles runterziehst, ja. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen das Ganze nochmal und dann nehmen wir uns aber mal, machen wir uns mal die Arbeit, wir werden ja auch irgendwann wieder ein bisschen mehr Zeit haben und dann sucht jeder von uns mal 50 Filme raus. Die kriegen wir zusammen und dann reden wir über die. Glaubst mir, da werden auch so tolle Sachen dabei sein wie die Bettwurst, aber da musst du dann halt eben durch. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Und deshalb ist es ja auch, also eigentlich hätten wir am Anfang, das machen wir in der nächsten Episode, weil meine Frage hast du noch nie ganz beantwortet, was für dich denn Klassiker sind. Und man hat ja auch ganz persönliche Kritik. Okay, meine Definition von Filmklassiker ist 2001. Das ist für mich die Definition von Filmklassiker. Ja? Okay. Der hat alles, der hat das Genre maßgeblich geprägt. Der ist heute noch, stands the test of time. Ja? Der hat einen gewissen Kultstatus. Der funktioniert auf einer Handlungsebene und auf einer Metaebene. Da ist für mich im Grunde genommen alles drin. Das Ding ist handwerklich mehr oder weniger perfekt. Ja? Punkt. Das ist und witzigerweise würde ich auch für mich ein anderer Film, den ich als zum Beispiel storytechnisch perfekt erachte, ist für mich zum Beispiel Toy Story 3. Ja? Mhm. Ist ein Film, der einfach, das ist die perfekte Handlung, das, wie soll ich sagen, da stimmt einfach alles. Vom Build-up bis zum Ende, zwischendrin, alles wird
richtig erklärt, es führt eins zum anderen. Also besser kannst du ein Drehbuch nicht schreiben als Toy Story 3. Das mag sich jetzt total komisch an, wie kann man Toy Story 3 und 2001 in einem Atemzug erwähnen, aber auch Pixar-Filme haben eine unglaubliche Qualität, was Storytelling angeht. Und die ersten 15 Minuten von Up, ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, ich werde nicht müde, es zu sagen, sind das Beste, was ich jemals in einem Kurzgeschichtenform sozusagen gesehen habe. Die ersten 15 Minuten von Up sind einfach sensationell. Da ist so viel drin, das haben andere Filme in acht Folgen nicht hingekriegt. Ne? Du bist gerade gemutet, ich höre dich leider nicht mehr. Vielleicht das Kabel rausgerissen oder so? Schweset nicht. Ja, liebe Leute, während der Michael jetzt seine Stimme verloren hat und ratlos in die Kamera schaut und nicht mehr weiß, warum man ihn jetzt nicht hören kann. Ich schau mal, ob ich hier an meiner Stelle irgendwas verändert habe. So, jetzt geht's ja, wieder. Jetzt bist du wieder da, ja. Ja, das hatte ich letztens schon mal beim Discord. Deshalb hast du meine ganzen Reinredereien eben überhaupt gar nicht mitbekommen. Nee, habe ich überhaupt nicht endlich konnte ich mal in Ruhe meinen Sermon hier ablassen. Ungestört, ich sollte dich öfters mal muten. Na gut, ich hatte zwischendurch gesagt. Jetzt bist du wieder weg. Was immer du sagen willst, das Internet möchte es, der Internetgott möchte es nicht hören. Das Internet möchte es nicht mehr, okay. Heben wir uns fürs nächste Mal auf. Okay, wir werden nie erfahren, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr wissen wollt, was der Michael gesagt hat, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann über eine andere Reihe von Filmklassikern reden. Vielen Dank, dass ihr uns 2 Stunden lang euer Ohr geliehen habt. So lange machen wir das normalerweise eigentlich gar nicht, aber es hat Spaß gemacht, es hat Laune gemacht. Wir haben festgestellt, schwedisches, italienisches, französisches und japanisches und russisches Autorenkino kennen wir nicht, haben wir keine Ahnung. Wolfgang M. Schmidt von der Filmanalyse wird wahrscheinlich jetzt sich, wenn er schon tot wäre, im Grabe rotieren. Ja, bei der nächsten, sofern wir denn irgendwann mal wieder auf Pressevorführungen kommen in Köln, wo er dann auch immer ist, wird er wahrscheinlich mich angehen und sagen, das ist ja ganz schlimm, was ihr da für Filme rausgesucht habt. Aber wir gucken halt eben hier bei nerdizismus.de durchaus ein paar andere Sachen. So, vielen Dank auch an den... Wir sind kulturell unterwegs. Genau, vielen Dank auch an den Chat, dass ihr wieder so sensationell mitgemacht habt. Nächste Woche geht's weiter mit einer Star Trek-Folge und den Kollegen von Communicator Space bzw. vom Trek-Barometer. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie wir die Zahlen, die erhoben haben, wie wir die so interpretieren und welche Schlüsse daraus gezogen worden sind. Das Format ist cool, schreibt der Limek, die Kritikerliste ist Mist. Ja, das ja, richtig, aber ich sag mal so, alles andere wäre auch ein bisschen langweilig gewesen. So. Deswegen, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da und Daumen nach oben. Wir haben noch viel zu wenig Abos hier auf diesem YouTube und auf dem Twitch-Kanal dafür, dass uns eigentlich ja mehrere tausend Leute immer regelmäßig hören. Also wenn ihr das hört, ne, kommt doch mal auf YouTube bzw. auf Twitch. Da könnt ihr die Folgen, die ihr jetzt im Podcatcher hört, eigentlich immer als erste hören. Das ist doch eigentlich eine ziemlich geile Sache. Uns kostet nichts. Und ihr könnt uns auch mal sehen. Und ihr könnt uns auch mal sehen und ihr könnt, wie der Stefan vorhin uns auch mit uns sprechen. So, also bei iTunes freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen. Vor allem setzt doch mal bei den Checknerds eine drauf. Da ist noch diese eine Kackbewertung da, die steht immer ganz oben, die nervt mich. Ja. Von daher haut doch da mal eine schöne Bewertung drauf. Das wäre doch wirklich super. So, Michael, hast du noch was? Nee, ne? Den Klassiker, den ich eben noch reinwerfen wollte, hörst du mich? Ich höre dich, ja. So heißt der Klassiker, kenne ich nicht. Dark Knight. Das ist schön. Ich bin aber schon in der Abmoderation, deswegen werden wir Michaels Meinung zu Dark Knight in dieser Folge nicht mehr hören. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und ja, was soll ich sagen? Nächsten Montag geht's weiter mit den Checknerds und dann am Dienstag übrigens schon gleich weiter mit Dead Nerds Talking und die Woche drauf dann schon wieder weiter mit Falcon and the Winter Soldier. Also von daher, ja, Limek, wir gucken For All Mankind, aber das kommt halt auf Apple Plus, das wird da versendet in dem blöden Sender, den kein Mensch hat. Was soll man denn machen? Ja, wir können nicht alles gucken, aber irgendwann kommt das bestimmt auch nochmal. So, also in diesem Sinne, liebe Leute da draußen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat uns wieder Freude gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.